Parker und Schlenske. Der queere Rückblick mit Jurassica Parker. Ja, das bin ja ich. Hallo. Und Margot Schlenske. Damit dürfte dann wohl ich gemeint sein. Und von uns gibt's jetzt was auf die Ohren. Ach so, ich hab da was falsch eingestellt. Ach, hallo so, Margot. Hallo Jurassica. Unser März-Podcast. Ja, ja, das ist toll. Das halbe Dutzend haben wir geschafft. Ach so. Sechs Folgen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Oder liebe Zuhörer. Innen. Mit Gender Gap. Herzlich willkommen zur sechsten und auch letzten Folge von Parker und Schlenske. Ach, was? Wieso das denn? April. Oh, ach Mensch, Margot, da hast du mich aber richtig in April gejagt gerade. Das ist ja wirklich süß. Und aber dir ist schon gerade ein bisschen das Gesicht gerade entglitten. Ja, na, weil ich gedacht habe, du hast gerade wie einen Schlaganfall gehabt und wusstest nicht so genau, wo du gerade bist und wer du bist, Margot. Das ist ja öfter mal bei das dir der Fall. Das passiert durchaus manchmal. Bevor wir mit dem Programm anfangen, Margot, weil du hast ja jetzt schon genderneutral gerade unsere ZuhörerInnen begrüßt. Ja. Es gibt jetzt einen neuen Trend an der Gender Conforming Front. Ich habe es gehört. Erzähl mir was. Und zwar, es gibt einen jungen Mann, der heißt Robin Wurzel. Ich glaube, ich kenne ihn auch aus dem Schwutz, aber es ist eine andere Geschichte. Und der hat sich darüber Gedanken gemacht. Das finde ich immer so aufregend, wenn halt Menschen auch gucken, wie kann man diese sehr komplizierte männlich-weiblich-Gender-Stern-Gap-Sache irgendwie ein bisschen unkomplizierter machen. Und der hat jetzt Dustling entwickelt. Dustling? Dustling bedeutet, sämtliche Worte werden versachlicht. Das heißt also dann zum Beispiel statt der, die MitarbeiterIn, einfach das Mitarbeiterling zum Beispiel. Ach, es muss einmal hinten ein Ling ran. Überall kommt ein Ling ran. Das Parkerling. Das Parkerling, wobei ich habe ja ein Gender. Nein, du hast kein Geschlecht, ich weiß das. Ach so, verstehe. Aber ich finde es einen süßen Ansatz. Natürlich kommt dann gleich die Kritik von wegen, ja, aber Ling, das ist ja voll, total verniedlichend und was soll denn das? Das ist ja auch albern, aber stimmt ja auch nicht wirklich, weil Häftling zum Beispiel gibt's ja auch. Ja, das Häftling, wie wir alle wissen. Oder Zwilling, meinetwegen gibt's auch. Das Zwilling. Aber ich finde es eine interessante Sache, dass halt Sprache sich neu erfindet und man gucken kann, wie es vielleicht einfacher wird mit der genderneutralen Sprache. Lass uns mal das jetzt so versuchen, mal in dieser Folge mal so auszusprechen. Alles mit Ling? Margot Ling. Nein. Ja, wenn's halt passt, Margot. Komm, lass wenn's uns halt passt. Medikament, das Experiment machen. Alles klar, okay. Dann muss ich ganz kurz noch eine kleine Korrektur legen zum letzten Mal. Ach gut, ja, bitte mach wir das. Wir sprachen nämlich letztens mal vom Wumpertinger. Ja, du. Und das ist falsch. Das ist auch mega peinlich, muss ich wirklich sagen. Es heißt nämlich Wolpertinger. Wolpertinger, ja. Wolpertinger Ling. Das Wolpertinger Ling. Wolpertingerling, genau. Wir möchten uns bei allen Süddeutschen und Österreichern und Schweizern, alle, die sich mit dem Wolpertinger-Dingen angesprochen fühlen, uns entschuldigen, dass wir sind halt Berliner, wir haben von sowas keine Ahnung. Wir sind halt Saupreußen. Wir sind halt Saupreußen. Wir haben Preußlinge. Wir sind Preußlinge, ja. Preußling. Ja, es wird anstrengend. Und dann habe ich Fanling-Post erhalten. ich glaube, Fan ist nicht gegendert. Fan kann man immer sagen. Fan ist nicht gegendert, das heißt aber der Fan. Ach, stimmt. Hat man da automatisch dann eine Frau zum Beispiel im Hinterkopf? Oder aber auch. Ja, hast du recht. Ja. Naja, ich sage ja mittlerweile auch, wenn ich jetzt Gäste habe in meiner Show, sage ich mittlerweile immer Gästin, wenn ich einen weiblichen Gast habe. Das sagen ganz viele mittlerweile. Ja, sage ich auch. Ich sage das übrigens auch bei männlichen Gästen. Ja, ich sage auch. Gut, ich meine, wir verweiblichen ja sämtliche alles. Männer. Ja. Wir müssen, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erzählt haben, bei uns im Büro oder bei mir im Büroraum, du hast ja ein eigenes Zimmerchen. Natürlich. Ich habe eigentlich das größere Zimmer. Gibt es eine Druckerin? Mhm. Und wir haben im Schrank eine Beamerin. Ja. Das finde ich eigentlich so alles ganz süß. Ich finde es auch süß, ja. Ich mag das auch. Mittlerweile ist es für uns völlig selbstverständlich. Und wenn wir neue Kolleginnen, Kolleginnen, oh Gott, das kriege ich jetzt nicht hin mit. Kolleglinge. Kolleglinge.
einarbeiten, ja, dann sind die manchmal am Anfang ein bisschen sehr irritiert. Ja, aber da müssen, also unser Verlag ist ja sowas von homosexuell. Auch also bei euch eine Angst sein? Queer, wir sind nicht nur queer. Ja, das queer. Stimmt. Genau. Arbeiten ja momentan halt nur Männer. Und nein, das stimmt nicht. Es arbeitet nur eine einzige Person, das bin ich. Die anderen verbrauchen Luft. Genau, Margot. Und ich komme ja auch immer rein und sage morgens gerne mal guten Morgen, die Damen. Genau. Und da war unser neuer Mitarbeiter am Anfang auch erstmal ein bisschen irritiert, glaube ich. Ja. Aber da ist man durch. Obwohl der doch sehr damenhaft eigentlich ist. Also auch nicht? Ein kleiner Fickschlitten, ja. Habe ich das gerade gesagt oder gedacht? Du hast das gedacht. Ich konnte nur deine Gedanken gerade okay, lesen. Ich befürchte, wie immer. All unsere Zuhörerlingen. Zuhörerlinge konnten das mitdenken. Dann gab es also diese Fanlink-Post und. Wir kommen da echt nicht drüber hinweg. Ja. Der Podcast dauert Ewigkeiten. Ja, dann beeil dich doch mal jetzt. Und da wurde sich beschwert und ich finde auch absolut zu Recht. Aha. Weil die Jurassica immer so gemein auf Margot rumhackt. Oh. Und das soll die Jurassica mal lassen, wurde gesagt. Was für Fanpost war denn das? Das war ein sehr, sehr langer Text, kam übrigens mit einer PayPal-Überweisung. Ich möchte das darauf mögen hinweisen. Wir. Man kann, wir mögen das. Ihr könnt uns alles Mögliche reinschreiben. Ihr könnt uns übrigens auch ausgiebig beschimpfen da drin. Solange die Summe stimmt, ist das in Ordnung. Und nein, es wurde sich beschwert, dass es ganz toll ist und dass der Podcast auch in der Länge total super war und selber schaubar und gut gegliedert und so weiter, dass es wahnsinnig viel Spaß macht, kurzweilig. Also ganz, ganz, ganz viel Lob habe ich dir alles vorenthalten. Du kriegst die Quintessenz, du sollst nicht so auf mir rumhacken. Ja, du, das wird sich leider nicht, das verwechselt sich nicht bei uns, Margot. Ich habe schon wieder so viele tolle Witze für dich auf Lager. Schon die Pointe zum Schluss habe ich schon. Ach, toll. Also ich möchte ganz, es ging so ein bisschen so um Bodyshaming und solche Geschichten. Also das würde ja auch andere Leute, die halt ähnlich auch gestaltet sind wie ich körperlich, auch so ein bisschen herunterziehen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, wenn Jurassica und ich uns gegenseitig ein bisschen anfrotzeln, wir machen das sehr, sehr gerne miteinander, weil wir wissen, dass wir das nicht ernst nehmen. Also jetzt, da darf ich noch was dazu sagen, aber Margot. Sehr gerne. Wenn die Person, die diese Fanpost geschickt hatte, wirklich das halt so meint, wie du es gerade gesagt hast, dass es eigentlich nicht okay ist, Menschen wegen ihrer Statur anzufrotzeln, bin ich total derselben Meinung. Aber wir tunten untereinander. Wir sind nicht glücklich, wenn wir es nicht machen können miteinander. Nein, es gehört auch ein bisschen zu dem, was wir machen. Zu unserem Beruf, zu unserer Berufsbeschreibung gehört es mit dazu. Es ist unsere Jobbeschreibung eigentlich. Die andere runterzumachen. Solange, das ist auch wichtig, man muss halt selbst auch über sich selbst lachen können. Du hast mir so eine schöne, schöne Voice-Message geschickt. Gestern war das, glaube ich, von deiner Schwester. Möchtest du kurz erzählen? Aber gerne doch. Ja? Meine Schwester hat mit mir gestern telefoniert und das Gespräch kam dann irgendwann auch auf Jurassica zu sprechen. Und sie ließ dann ausrichten, ich möge dir bitte unbedingt ausrichten, dass sie festgestellt hat, dass du wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig fett geworden bist. Aber wo hat sie mich denn gesehen? Wo hat sie gesehen, dass ich dicker geworden bin? Du machst Livestreams bei YouTube. Ach, die guckt meine Livestreams. Die guckt deine Livestreams. Ich war auch überrascht, dass das jemand guckt. Aber ja. So, Margot, du hast mir hier so einen Hasen hingestellt, was Österliches, genau. Sehr süß das von dir. Du kannst den auch, genau, hörst du schon? Ach, der rasselt. Das ist ja hochinteressant. Rasselhase. So, der auf dem Nutri-Score hat halt den Buchstaben E in tiefrot. Margot. Mit Triple Plus. Achso, ich habe den rosafarbenen und du hast den blauen Hasen. Ich habe den blauen Hasen bekommen, genau. Beide Schokohasen, wer es auch ganz genau weiß, aber bei Nutri-Score sollte eigentlich klar sein, dass das der Schokohase ist. Ja. Aber das heißt, die sind gegendert, die zwei Hasen. Das heißt, ich wäre für Hässling jetzt einfach. Du bist hässlich? Hässling. Achso, hässlich. Das ist ein Hässling. Ja? Ich bin auch Hässling. Ja, gut. Ja, wir gendern es jetzt. Was wäre dann die Hässling-Farbe? Also es ist ja das klassische Blau für männlich und rosa für weiblich. Ja, sowas gibt's nicht. Grün. Ich hasse Grün. Ich finde Grün auch ganz schlimm. Grün ist nicht meine Farbe. Ne? Nein. So, Margot, wollen wir anfangen? Ich bitte darum. Danke, Merkel. Du sag mal, Margot.
Jurassica. Bei der Union läuft es gerade nicht so gut. Nee, so überhaupt nicht. Gut eingeleitet, ne? Das hast du hervorragend gemacht. Das steht doch wortwörtlich überhaupt nicht so am Skript drin. Ich muss noch meinen Pullover wieder ausziehen. Ja, bitte zieh deinen Pullover an. Nein, ich fange gar nicht an, weil ich würde vorschlagen, ich möchte erst als allererstes einen Jingle dazu hören, während sich Jurassica jetzt gerade neben mir nackig macht. Da würde ich auch ein paar Jingles kennen, die man dazu einspielen könnte. Es sind allerdings keine erotischen Jingle. Ich bin wieder da. Du bist wieder da. Ich bin glücklich. Du hast dich nicht genügend ausgezogen. Ich bin dir sehr, sehr dankbar. Und die Plexiglasscheibe beschlägt halt doch noch nicht. Ja. Der Aufreger des Monats. Bei der Union klappt es ja gerade so gar nicht gut. Also das heißt, bei einigen klappt es gerade sehr, sehr gut. Der eine CDU-Politiker hat sich gerade für die Vermittlung von Masken, Atemschutzmasken, das ist jetzt rausgekommen, 250.000 Euro Provision geben lassen. Die Erklärung ist, das sei eine ganz normale Vermittlerprovision. Ach so, ja. Ich arbeite ja in einem Geschäft, wo es auch Provisionen gibt. Ja. Nein. Nein. Nein, gut, Margot, dann solltest du mal an deinen Skills ein bisschen arbeiten, dann machst du es nicht gut. Man denkt irgendwie, das Ganze ist noch nicht schrecklich genug, dann gab es einen CS-Politiker, der hat für einen ähnlichen vergleichbaren Deal hat er 660.000 Euro bekommen, auch für einen Maskendeal. Und während der CDU-Politiker wenigstens Rückgrat hat und sagt, okay, ich verzichte jetzt auf Amt und Mandat und gehe aus der Bundestagsfraktion raus, trete aus der CDU raus, sagt der CS-Politiker, nö, ich behalte das, ich mache den Job noch weiter. Ja, das ist ja wie der Scheuer. Ich meine, das ist auch CSU. Da, so Schuldeingeständnisse können die nicht so gut in der CSU. Ne? Null. Können sie nicht. Ist auch so deren Selbstverständnis. Und man fragt sich natürlich auch bei diesen Summen, die da fließen, was ist jetzt eigentlich noch deren Hauptjob? Ist Politiker noch Hauptjob oder ist das jetzt mittlerweile eher so ein Nebenverdienst? Na, ich glaube, als Politikerin, als Politikling? Stimmt, Politling, ja. Politikling. Politikling. Als Politikling. ich glaube, Beratertätigkeiten generell ist, glaube ich, immer ein gutes Einkommen. So, ne? Ist ein sehr gutes Einkommen, ja. Und so, ne? Aber was man da genau macht, weiß man nicht genau. Ja. Ich meine, du kannst dann beraten werden von einem Politling im Sinne von, na, geht mal eher so in die und die Richtung, macht mal das und das und dies und jenes. Könnte sein, dass wir demnächst was beschließen werden in der Richtung. Ach so. Ja, natürlich. Du hast ja den direkten Draht gleich an die Schaltzentrale. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Lobbyregister? Ist das jetzt eigentlich abgesegnet worden oder nicht? Das Lobbyregister ist heute, jetzt wissen die Leute wieder, wann wir es aufgenommen haben, ist heute wahrhaftig durch den Bundestag beschlossen worden. Ja, das ist aber wirklich, das hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Es ist auch eine sehr entspannte Variante, sage ich mal. Okay, also es müssen, glaube ich, wirklich erst so Geschäfte ab 100.000 irgendwie angegeben werden oder so. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe mich da nicht eingelesen, die Materie. Also ist auf jeden Fall heute durch, ist aber doch eher ein zahnloser Tiger, wenn ich so die ganzen Kritiker richtig verstanden habe. Ein zahnloser Tiger? Ja. Margot, das ist aber wirklich eine Metapher, so auf der Metaebene durchaus interessant. Kanntest du die nicht? Nee, noch nicht, nee. Ist Tiger eigentlich gegendert? Nein, Tigerling. Tigerling. Ist ein zahnloser Tigerling. Zahnloses Tigerling. Zahnloses Tigerling. Ist Zahn auch korrekt gegendert? Oh, zahnlingloses. Zahnlingloses. Oh. Gut, mach weiter. Okay, wir testen das einfach aus. Also dann gab es einen ehemaligen, was war der auch, Minister irgendwie in Bayern, auch natürlich CSU-Politiker, der hat noch größere Deals eingetütet und der hat immerhin jetzt, glaube ich, auch seinen Rücktritt eingeleitet und hat aber ganz offiziell auch immer gesagt, dass Politiker für ihn wirklich immer nur ein Nebenjob war. Also es gibt nur Fragen über Fragen. Alle Unionspolitiker des Bundestages mussten jetzt eine Ehrenerklärung abgeben. Da habe ich nichts von gehört. Ich habe es nur in den Notizen gesehen. Ja. Was ist denn das, eine Ehrenerklärung? Na, sie mussten kurz vor der Wahl in Baden-Württemberg und kurz vor der Wahl in, was war das nochmal, Nordrhein-Westfalen? Nee, Rheinland-Pfalz, genau. Kurz vor der Wahl mussten sie noch bei Herrn Laschet persönlich eine Ehrenerklärung abgeben. Das ist, keine Ahnung, du entschreiben, nein, ich habe keine Maskendeals eingetütet und dafür Provision bekommen. Das hört sich irgendwie an wie von so einem Familienclan. Ja. Du musst eine Ehrenerklärung abgeben. Ist auch eine Ehrenerklärung. Ja. Ich meine, der Boss für Ehrenerklärung ist ja nach wie vor immer noch Helmut Kohl, der ja auch sein Ehrenwort gegeben hat. Und es gab dann auch noch einen anderen Barschall, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Endet dann meistens in der Badewanne. Das möchte ich jetzt nicht. Das war jetzt aber auch wieder ein Witz, hart an der Kante, Margot. Ja, sehr hart an der Badewannenkante. Was ich interessant finde, ich habe, leider weiß ich nicht mehr, weißt du noch, es gab doch irgendwann mal einen grünen Politiker, ist vielleicht 15 Jahre her oder so, der ist zurückgetreten
angetreten, weil er seine beruflichen Bonusmeilen bei der Lufthansa privat genutzt hat. War das der Özdemir? Wegen sowas ist man damals zurückgetreten. Nein, nicht damals. Die würden auch bis heute noch zurücktreten. Man hat in den verschiedenen Parteien offensichtlich ein sehr, sehr unterschiedliches Moralverständnis. Okay, ja. Dann wird das so sein wahrscheinlich. Es gibt so Parteien, da trittst du halt für sowas wie so privater Gebrauch von Bonusmeilen, die du dienstlich erworben hast, ist das halt wirklich ein Rücktritt, wenn nicht sogar eigentlich ein Ausschlussverfahren. Und in anderen Parteien wirst du ausgeschlossen, wenn du nicht mindestens einmal pro Jahr einen Maskendeal im Wert von 250.000 Euro eingetütet hast. Abgetütet. Ja, komm, mach Gott. Gerade völlig andere Bilder im Kopf. Ja, wenn man auch das Kondom abzieht, hat man abgetütet. Egal. Aber ich sehe gerade, du hast mir wieder mein Gleitmittel hier hingestellt. Beim letzten Mal nicht mitgenommen hast. So ein Zufall. Gut, Margot, vielen Dank. Ja, ich habe auch Schokobons für dich hingestellt extra. Du hast doch schon zwei gegessen. Ich habe nur einen gegessen. Weil diese Schokobons übrigens sind aus meinem Weihnachts-Adventskalender. Margot, wenn ich noch einmal diese Geschichte hören muss, dann zünde ich mich selbst an. Das ist doch mal ein Ansporn. In deiner Wohnung. Nee, das dann bitte nicht. Es gibt ja auch tapfere Leute in der CDU. Ich wollte noch kurz weitermachen. Zum Beispiel Jens Spahn, der extra gesagt hat, liebe Leute, wir wissen, wo die Infektionen alle herkommen, nämlich aus privaten Kontakten. Das hat er am Morgen gesagt, hatte am Abend dann ein Spendengala-Essen, wo Spenden für ihn gesammelt worden sind, wo er freundlicherweise gesagt hat, bitte bleiben Sie mit Ihrer Spende haarscharf unter 10.000 Euro, weil ab 10.000 muss ich es ja melden. Ne? Ach so. Ja, natürlich, ja. Okay. So kann man es dann machen. Und am nächsten Tag wurde dann Jens Spahn Corona-positiv getestet. Bombe lief. Ja, Mensch, läuft. Also ich glaube, Jens Spahn ist eh durch jetzt, oder? Also nicht bei uns, sondern generell, weil er war ja mal wirklich mal das Enfant terrible. Man möchte jetzt gar nicht sich denken, dass Jens Spahn ein Enfant terrible der CDU sein könnte. Der Mann wollte Kanzler werden. Eben, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren, oder? Irgendwie hat Jens Spahn abgekackt. Also ich weiß nicht, ob er wirklich abgekackt hat. Ich glaube, dass auch wirklich gerade die Presse natürlich ziemlich fies gerade mit ihm umgeht. Ja. Ihm werden einige Dinge auch angehängt, für die er wirklich nichts kann. Ja. Aber man muss auch mal sagen, seine Kommunikation bezüglich dieser Sachen ist auch äußerst ungünstig. Man möchte einfach kein Politiker, kein Politikerling sein. Nein, kein Politikerling. Politikling. Genau. Dann war irgendwas noch mit einer Villa, aber du hast gesagt, das wurde auch von der Presse ziemlich aufgebauscht. Und das war der Moment, wo ich dann dachte, bei den Impfstoffen wusste ich, dass die Presse das aufbauscht, dass das so mit ihm direkt als Verantwortlichen so ihm man so auch nicht zuschustern konnte, dass ich glaube, dass die Presse ihn gerade irgendwie auf den Kieker hat. Ne? Die haben ihn gerade auf den Kieker. Ja, ja. Genau, gegen Merkel zu schießen lohnt sich halt gerade nicht mehr. Nö, die ist ja eh bald raus. Das ist ja weg. Das geht ja gar nicht mehr, genau. Aber wir können ja nach Mallorca fliegen, wenigstens. Schöne Idee. Margot, komm, ich habe uns eine Finca gebucht. Ach, toll. Ja, mit Pool und allem drum und dran, mit einem Infinity-Pool natürlich. Ja. Und dann dachte ich mir, dann düsen wir mal schön nach Mallorca. Das ist toll. Wenn wir allerdings jetzt zurückkommen, müssen wir uns beeilen. Bis Montag, 23.59 Uhr, können wir noch ohne weiteres in den Flieger einsteigen und zurückfliegen. Ab Dienstagmorgen, dann 0 Uhr, also eine Minute später, brauchen wir einen Corona-Test mit negativem Ergebnis, sonst werden wir nicht mitgenommen. Ja, ich finde das okay. Ja. Ja, ich war heute beim Corona-Test wieder. Warst du jetzt beim Corona-Test? Einmal die Woche gehe ich in eine Gedächtniskirche am Breitscheidplatz. Ach da, ja. Und war heute wieder, ja. Ja, ich habe das am Sonntag vor. Ja. Da muss ich dann, dachte mir, weil ich denke jetzt auch so, also man soll ja sogar zweimal im Idealfall später dann, also zurzeit darf man einmal, später im Idealfall zweimal und ich weiß schon genau, welche Wochentage das bei mir werden. Das wird dann fest eingetragen. Das wird hochzählig. Wunderbare. Ziemlich vernünftig. Sollte man machen auf jeden Fall. Mallorca. Genau. Mallorca. Das ist ja der große Aufreger, Margot. Ja, und das ist aber wieder so ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse, finde ich. Und auch für die aufgeregten Bürger, die wütend sind auf Danke, Merkel. Genau. Ja, aber natürlich ist es wirklich ein bisschen absurd, ne, dass man nach Mallorca fliegen darf, aber nicht nach Amrum, oder? Ja, naja, das ist halt so. Du kannst, also reisen kannst du ja in Deutschland, so viel wie ich weiß, nicht verbieten. Du kannst den Leuten nicht die Reise selber verbieten. Also du darfst dich in Deutschland frei bewegen. Ja. Das geht. Ja. Unterkunft hingegen kannst du verbieten. Das ist das Schwierige. Das geht. Allerdings geht das nur in Deutschland. Jetzt liegt Mallorca meines Wissens nach nicht innerhalb Deutschlands. Da müsstest du aber nochmal mit ein paar anderen Leuten drüber sprechen. Das ist Deutsch. Das ist Deutsch, ja. Das ist Deutsch, ist da. Das 17. Bundesland. Ja, sagt man doch immer so schön. Ja. Ne? Ist ein kleines Königreich, den König von Mallorca kennen wir ja.
Ja. Und deshalb gilt das dort nicht. Das heißt, man kann den Leuten die Ausreise nicht verbieten, aber, und das ist ja das Tolle, man kann halt die Einreise beschränken oder an Bedingungen knüpfen. Und das ist ja das, weshalb wir jetzt diesen Corona-Test da an der Stelle haben. Ich frage mich wirklich, also ich habe am Sonntag, letzte Woche habe ich Frau Ludewig wieder gerne geguckt, natürlich, exklusiv das Star-Magazin. Ist das jetzt eigentlich schon eine eigene Rubrik? weiß ich nicht. Nee, noch nicht. Wäre das schon so? Ich würde vorschlagen, wir kündigen es jetzt mal an. Und solltet ihr jetzt keinen Jingle hören, hat unser lieber Freund, der Andreas Brenner, der alle unsere Jingle hier macht, vielen lieben Dank nochmal dafür, gnadenlos versagt. Frauke hat gesagt. Also Margot, die Frauke hat gesagt, ja, bitte. Ich liebe den neuen Jingle, sollte er da sein, Frank Brenner. Und da haben sie Annemarie Eilfeld und ihren Mann haben sie begleitet nach Mallorca. Annemarie Eilfeld, eine deutsche Schlagersängerin. Ja, ja. War die nicht bei DSDS? Oder die war früher bei DSDS und dann war sie jetzt im Sommerhaus der Stars letztes Jahr und war bei mir auch schon mehrmals in meiner Talkshow Paillette geht immer. Und weißt du, und da sind so viele so deutsche Schlagerstars gewesen, die sagen, ja, und endlich mal wieder rauskommen. Und da fällt mir die Decke zu Hause auf den Kopf, immer nur zu Hause. Und ich brauchte mal wieder die Sonne und das Meer und die Seeluft riechen. Wo ich so denke, Alter, ja, ich hätte auch voll Bock auf Strand und Meer. Hab ich auch. Aber muss man das machen, wenn eine dritte Welle gerade am Überrollen ist? da verstehe ich doch diesen Egoismus nicht. Und find's furchtbar. Das ist halt dieses Ungreifbare, die Leute sehen halt an mir liegt's ja nicht. Corona verbreiten ja die anderen. Ich bin's ja nicht. Es ist einfach, das ist einfach eine rein egoistische Entscheidung. Das ist es definitiv und die Leute verstehen noch nicht mal, dass das eine egoistische Entscheidung ist, weil sie selber, wie gesagt, trauen sich ja selber nichts Böses zu und verstehen auch gar nicht, sie sind ja auch nicht böse, sie machen halt nur gerade was Falsches und wir können es halt verhindern, dass man da Infektionen weitergeht. Und dann geht es natürlich, dann ist auch die Frage, ja, aber innerhalb Deutschlands, wenn man da reist, dann kann man ja auch Sachen weiter verbreiten. Und Mallorca hat ja auch gerade eine niedrigere Inzidenz als Deutschland. Das sei ja dann harmloser. Ja, aber dafür gibt es auf Mallorca bereits schon die ersten Mutanten, die wir hier in Deutschland noch nicht haben, wo man gar nicht weiß, wie sind die. Also die würden wir dann importieren. Und das haben wir schon einmal jetzt gerade erlebt mit der schönen Variante B117. Und die macht uns gerade die dritte Welle. Ja, es ist. Und wir sprachen im Podcast vor ein oder zwei Monaten darüber, dass Merkel ja oft dritte Welle schon erwähnt hat und ich ja Sorge hatte. Du erinnerst dich vielleicht noch. Ja. Und jetzt reden sie schon von der vierten Welle, Margot. Die reden schon von der vierten Welle? Ich habe heute in einer Nachrichtensendung auf Phoenix kam von irgendeinem Experten das Wort, na, jetzt vor der vierten Welle, hat er gesagt. Also mich beruhigt es, dass du die Quelle so wunderbar exakt angeben kannst von irgendeinem Experten. Ja, weißt du, ich habe nebenbei gekocht, Margot. Ich bin doch nicht, kann doch nicht alles aufnehmen. Ja, wo war denn das? Bei Telegram, auf Phoenix, YouTube? Also auf Phoenix. Okay, gut, das ist eine etwas seriösere Quelle. Blöde Kuh, ey, wirklich. Das war mal nicht bei Frauke Ludewig. Ach Gott, nicht. Okay. Aber von daher, wir warten einfach mal. Ja, genau. Dann gibt es etwas Tolles, und zwar die FDP fordert, auch das könnte eigentlich eine neue Rubrik auch werden. Wir müssen das noch abwarten, ob das zur eigenen Rubrik wird. Die FDP in Berlin fordert Seilbahnstrecken durch Berlin. Davon habe ich gar nichts gehört, Margot. Und was soll das kompensieren? Den Verkehr auf den Straßen oder was? Naja, das ist auf jeden Fall günstiger als einen U-Bahn-Tunnel zu bauen. Das ist wohl korrekt. Das wird so sein, ja. Es entlastet den Straßenverkehr. Ja. Es fügt sich hervorragend in die Landschaften ein. Finde ich so eine Seilbahn-Idee sehr romantisch, muss ich sagen. Ich würde gern damit fahren. Ja, also ich kenne das ja auch früher, als man noch Skifahren durfte, bin ich auch in einer Gondelbahn. Du bist Ski gefahren? Ja. Du? Ich bin Ski gefahren. Ich kann Ski fahren. Das kann ich mir nicht vorstellen, Mann. Doch, ich kann Ski fahren. Also ich meine, deinem Rücken leiden und auch so, du bist ja auch eine sehr behäbige Person, Margot. Ja, hast du eine Ahnung, wie viel Gran ich mich plötzlich so auf so Gletschern bewege? Okay, auf die Gletschern brechen, auch, ja. Die brechen seitdem alle ab und wachsen nicht mehr nach. Aber du bringst alle Gletscher der Welt zum Schmelzen, Margot. Ja, sowieso. Nein, ich kann Ski fahren und relativ gut. Also ich bin jetzt keine weltbeste Läuferin.
Dörferin irgendwie. Was? Aber für so ein Flachland-Tiroler bin ich schon. Gut. Genau. So, und das ist aber jetzt kein Thema. Dann. Also Seilbahnstrecken, eine soll natürlich oben beim Flughafen Tegel irgendwie so quer durch die Landschaft da oben hin und her gondeln und ich glaube jetzt eine Anbindung an irgendeinen U-Bahnhof bilden. Eine Strecke geht in Spandau, also außerhalb Berlins wieder mal. Das gehört doch gar nicht, ja genau. Ja, ja. Bis runter nach, wie heißt das, nicht Starken, sondern, oh Gott, wie heißt denn das da? Starken ist auch in Spandau. Nee, das meine ich, ich meine aber nicht Starken, oh Gott, ich komme nicht mehr drauf, wie das da heißt. Schöneberg. Nee, wir lassen das. Okay, gut. Also es gibt ein paar Strecken, die auch alle nicht miteinander verbunden sind, die sollen halt in Berlin gebaut werden und die FDP möchte das gerne als neues öffentliches Verkehrsmittel hier in Berlin einführen. Warum nicht? Ja. Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, ja, weil ich denke, das ist natürlich ein völlig neues Konzept wieder. Bin jetzt neuen Sachen gegenüber immer sehr aufgeschlossen an sich. Diese Gondeln an sich sind halt so völlig führerlos. Und wenn du jetzt da irgendwie, sag mal so, als junge, hübsche Dame, so wie wir zwei halt, in die Gondel einsteigst, dann ach, wie schön irgendwie. Jetzt kann ich einmal so von Norden nach Süden durch den Grunewald durchgondeln, ja, bis zur nächsten Station. Ja. Und kurz bevor die Tür zugeht, springen dann noch zwei Männer rein. Ja. Und dann ist Party da drin. Aber das kann dir doch in einem U-Bahn-Waggon genauso passieren. Da ist man ja auch manchmal ganz alleine drin. Aber das passiert mir sehr, sehr selten. Doch. Margot, dir passiert aber sowas sowieso selten, weil Männer an dir nicht interessiert sind. Sag mal. Ich meine, dich kann man ja in einen Waggon reinsetzen, ja? Ja. Und dann ist die... Ich leere den noch. Und das ist so eine frostige, unsexuelle Atmosphäre im Wagen, ja? Ja? Du wärst perfekte Anstandsdame. So für so junge, adlige Damen, ja, die halt zu viel ficken die ganze Zeit. Ja, für so, dann setzt man eine Margot daneben und dann ist... Sind wir schon bei Meghan Markle? Ganz unten. Nee, Margot, ja, das ist natürlich völlig utopischer Vorschlag mit diesen, ja, Gondeln. Ich finde es halt einfach nur süß, aber ganz, ja, es ist eine süße Idee, aber ich habe den Sinn und Zweck jetzt so noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, was der Vorteil gegenüber einer Buslinie sein soll oder, ja, gegenüber einer Straßenbahnstrecke. Ich habe es nicht, ja, verstanden. Die FDP fordert und die FDP, wir können fordert, einfach auch sagen, Christian Lindner fordert, weil es gibt ja nur Christian Lindner. Ja, das ist ja die Ein-Mann-Partei eigentlich. Eigentlich schon, oder? Ja. Genau. Ja, aber sie denken sich immer wieder neue Themen aus. Sie sind zumindest kreativ, genau. Ja. Ich habe neulich, als Merkel zurückgerudert ist mit ihrem erweiterte Schließungszeit, nee, wie hieß das jetzt zu Ostern? Erweiterte Ruhetage. Ja, die Ruhetage. Kommen wir danach drauf zu sprechen heute? Auch, ja. Auch. Das ist alles bestimmt nachher noch irgendwie, also mal gucken. Aber dann schneiden wir es einfach nochmal raus. Nein, Quatsch, ist ja egal. Nein, das lassen wir drin. Okay, gut. Die Leute sollen wissen, dass wir das nicht schneiden. Okay, Margot, wir schneiden das nicht. Jedenfalls dann habe ich dann da auf Phoenix, ich habe mich geschminkt und habe auf Phoenix mal wieder, Margot, habe ich die Statements von den verschiedenen Parteivorsitzenden in den Vorsitzlingen. Vorsitzlingen gesehen. Also Grüne, Linke waren mit dabei, also CDU, CSU, SPD, ja? Ja, Setzlinge sind was anderes. Setzlinge sind was ganz anderes. Okay. Vorsaftlinge. Und so, und alle haben sie halt so ihren Politikersprech abgelassen und es war alles, es wirkte alles sehr staatsfraulich. Ja. Und dann kam Alice Weidel. Und da ist mir wirklich im direkten Vergleich nochmal alle Altparteien, wie sie es sagen würde, Alice, ja, Weidel. Und dann kommt sie und da ist mir wieder mal extrem aufgefallen, die spricht ja nur in Bildschlagzeilen. Das ist, ja, das Einzige, was sie kann. Ja. Also Stimmung, ja, null Inhalt, das wissen wir alle schon. Ja, das ist neu. Aber das hat mich in dem Moment nochmal so schockiert und dass das Deutschland nicht checkt, dass die halt nur Scheiße erzählt und nur Stimmung macht, dass die Leute es nicht checken. Ne? Ein Großteil der Deutschen checkt das ja in allen Umfragen, sinken ja ihre ja, Zustimmung, aber es ist immer noch zu viel. Was ich bei ihr immer faszinierend finde und auch bei anderen Leuten, mir hat mal ein Psychologe gesagt, wenn Leute lächeln und beim Lächeln trotzdem die Mundwinkel unten haben, ja, dann haben sie etwas zu verbergen. Ja. Und Alice Weidel ist so der Inbegriff aus der aktuellen Politik an Menschen, die genau so lächeln. Die hat halt so ein Eislächeln, ne? Ja. Und auch so was Überhebliches hat sie immer. Völlig, ne? Ja, 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 genau. Eine unangenehme Frau. Ist sehr, sehr unangenehm in jeglicher Hinsicht. Was hast du eigentlich mir hier aufgeschrieben auf unsere, ja, Liste? Das verstehe ich nicht. Da steht Bitcoin. Bitcoin, JP, also Jessica Parker. Und du warst bei mir im Büro drin und wir sprachen miteinander. Du sagst, schreib mal bitte auf Bitcoin für den nächsten Podcast. Ich erzähle dir was zu Bitcoin. Ich habe gefragt, was? Und dann dachte ich mir gleich und habe sofort gesagt, nein, erzähl's mir jetzt noch nicht. Ich will mich dann überraschen lassen. Jessica Parker, erzähl mir doch mal was über Bitcoins.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, ne? Also Bitcoin auch, nicht Bitcoint. Das ist dir schon klar, ne? Ich habe das jetzt nur... Bitcoin, ich habe keine Ahnung. Das ist schon eine Weile her vielleicht auch. Das ist schon eine Weile her. Ja. Ja, es war relativ am Anfang des Monats. Gut, kommen wir doch einfach jetzt zu einem Arschloch. Der Wichser des Monats. Ich liebe diese Rubrik, mein Gott. Ist ja auch toll. Vor allem, sie hat mal völlig anders angefangen, ne? Wie meinst du das? Na, sie hat ja mal mit so richtigen, da hat man was gesehen, wenn die gewichst haben am Anfang. Ja, aber ich finde, Wichser ist ja nicht nur jemand, der auch wirklich wichst, sondern Wichser ist ja auch ein Arschloch. Sagt man ja meistens so. Also bei einem haben wir beides gesehen, wie er gewichst hat und wir haben sein Arschloch gesehen. Ja, lass uns bitte nicht wieder, wie heißt er nochmal? Ist egal. Okay, gut. Margot, aber wir müssen über Erdogan sprechen. Ja. Wir müssen über Erdogan sprechen, weil mich das mal wieder nachhaltig schockiert. Also nicht nur, dass dieser Mann oder auch mit seiner Partei, die halt im Presse Freiheit aushebeln seit Jahren förmlich, diesen Staat umbauen zu einer Autokratie. Aber jetzt sind sie auch aus der Istanbul-Konvention ausgetreten. Was ist die Istanbul-Konvention? Die Istanbul-Konvention, ich sage es dir. Und zwar nämlich das ist, und ich habe es mir extra ein bisschen ausgedruckt, weil ich das so spannend finde, weil man die nämlich gar nicht so kennt. Das ist das weltweit erste verbindliche Abkommen gegen Gewalt an Frauen, von Gewaltigung in der Ehe und über häusliche Gewalt bis zur weiblichen Genitalverstümmelung. Und zwar von 2011. Und da haben 45 Staaten unterzeichnet. Also. Und die Türkei ist jetzt wieder ausgetreten. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wogegen dieses, oder nein, wofür sich dieses Abkommen eigentlich einsetzt, nämlich dass man das halt nicht mehr macht. Und da auszutreten. Das heißt im Umkehrschluss, ich bin dafür, dass du deine Frau schlägst, dass du sie vergewaltigen darfst, solange du möchtest, weil deine Frau ist dein Eigentum. So ein bisschen verstümmeln ist auch noch völlig in Ordnung. Ist auch noch völlig okay, ja. Ist halt so, ja. Und deshalb heißt es ja im Umkehrschluss. Und ich finde es einen großen Skandal. Und natürlich, und das, was ich dann aber auch noch so skandalös finde, ist, dass seine Ministerin für Familie, Arbeit und Sozialpolitik, die Frau Sera Zumruth, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, die hat dazu gesagt, das Justizsystem ist dynamisch und stark genug in der Türkei und da gibt es einfach keinen Bedarf für neue Regelungen. Ah ja, okay. Ja. Ja, ich meine, das schadet ja auch nicht weiter. Das ist ja keine weitere Regelung an sich. Also wenn denn die Türkei das gesetzlich irgendwo verankert hätte, dass das auch in ihrem Land nicht vorkommen darf und alles unter Strafe stünde, dann wäre es doch ein leichtes, diesem Abkommen einfach weiterhin beigetreten. Ja, ist ja nicht der Fall. Blieben. Das ist ja nicht der haben, Fall. Tun. Der Satz wird nicht mehr gerade. Aber es ist so traurig. Ich verstehe. Manchmal zweifle ich an dieser Welt. Das ist so düster, oder? Das ist wirklich sehr erschreckend. Macht mir ein bisschen Angst. Apropos Arschloch oder Wichser, wir bleiben dabei. Ach ja, auch bitte. Ein ganz großer Wichser. Komm, mach weiter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Oh ja, der. Oh, Margot, also jetzt hast du ja die Büchse der Pandora geöffnet. Jetzt kriegen wir Hasszuschriften. Mhm. Meine Damen und Herren, der Wichser aus Deutschland, auf einer Stufe mit Erdogan vorgestellt worden von Jurassic Park. Nee, das warst du, Margot. Nein, okay, ist noch ein Schokobonbon, dann kündige ich zumindest den Namen an, ihr dürft selber entscheiden. Kardinal Wölki. Hey! Der ehemalige Kardinal aus Berlin? Das weiß ich gar nicht. War der Kardinal? Ich glaube, er war schon Kardinal, als er in Berlin war. Da war er ein total liberaler und für die katholische Kirche relativ progressiver, progressives geistiges Oberhäuptling der katholischen Oberhäuptling der katholischen Kirche, ist nach Köln gegangen und da gab es offensichtlich in den letzten Jahren eine kleine Wandlung bei ihm. Ja, Erzähl mir mehr. Ich soll dir mehr erzählen. Ach, du kannst nichts erzählen. Ja, ich kann dir doch. Also zum einen muss man natürlich dazu sagen, das Kölner Bistum sagt man da, ne? Ja. Das ist, soweit ich weiß, das wohlhabendste, reichste und mächtigste Bistum der Welt. Reich ist eigentlich als Begriff eine völlige Untertreibung, weil der Begriff Reich steht im Verhältnis zu dem, was das Bistum ist. Eigentlich, ein Bistum ist eigentlich für arm. Wenn Bill Gates mal ein bisschen Knete braucht, dann klingelt er bei Kardinal Wölki. Ach so, verstehe. Dann kannst du mir mal einen Kredit geben. Da siehst du halt einfach mal wieder, also jetzt ist er wirklich auch wieder starke Küchentisch Psychologie, Margot, aber da siehst du natürlich mal wieder, was Macht und Geld mit Menschen anrichten kann. Ja. Wenn der Mann halt früher wirklich mal ein bisschen progressiver war, das ist anscheinend, hat sich das jetzt verwachsen. Dieser Bericht zu den zahlreichen hundertfachen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche müssen wir jetzt wirklich nicht drüber noch aufklären. Das weiß hoffentlich jeder von unseren Zuhörerlingen. Und dieser
Bericht wurde aber jetzt nicht veröffentlicht, weil sie das nochmal selber nochmal nachaufarbeiten möchten. Ich habe sowas gehört, wie es hätte formelle Ungenauigkeiten gegeben. Also es klang alles so ein bisschen so, verwaltungsakttechnisch ist es wohl vielleicht jetzt nicht so zu 100% sauber, aber zu 99,9998% schon. Ja. Aber wir müssen erstmal das kleine Ding irgendwie noch so ein bisschen ausbügeln. Und er hat dann aber eine neue Studie in Auftrag gegeben, um halt diesen Kindesbrauchskandal irgendwie aufzuarbeiten. Ich meine, ich frage mich, wie lange möchte die katholische Kirche jetzt eigentlich noch das aufarbeiten? Die arbeiten seit Jahren auf. Ja, die arbeiten seit zwei Jahrtausenden auf. Ja, und das sowieso, aber ich meine, es gab ja damals noch nicht so die Presse, die es heute gibt. Ja, ich meine, aber ich glaube, Margot, und das macht mich mal so ein bisschen mutlos auch tatsächlich oder vielleicht auch ein bisschen perspektivlos. Da, gerade bei der katholischen Kirche, da merkt man, dass man halt in Jahrtausenden alten, verkrusteten Hierarchien und Strukturen landet. Ja. Und jede Art von Veränderung passiert da einfach niemals. Veränderung gibt's dort nicht. Kritik wird sofort klein gemacht. Und wer ist die berühmteste kritische Person in Deutschland der katholischen Kirche? Wer hat Kardinal Ratzinger als ein homophobes Arschloch sinngemäß bezeichnet? Wer hat die katholische Kirche aufs Korn genommen? Hat wirklich gedacht, von wegen, das ist ein pädophiler, ein strukturell bedingt pädophiler Drecksladen. Ich habe jetzt eigene Worte dafür genommen. Gerade die. Du möchtest nicht über sie sprechen, Uta Ranke-Heinemann. Ach, die jetzt gestorben ist. Die jetzt gestorben ist. Du wolltest nicht über sie reden. Ich habe nur gesagt, ich kenne die arme Frau leider nicht. Ja. Klaus hat heute auch gleich zu mir gesagt, wie, du kennst die nicht? Weil die Nachrichten haben sie über die natürlich berichtet, dass sie tot ist. Margot, sorry. Uta Ranke-Heinemann hat gemeinsam mit Kardinal Ratzinger studiert. Die arme Frau. Der dann später unser Papst wird. Und sie hat ihn so auseinandergenommen, als er Papst wurde, dass er doch für ein verlogenes und überhaupt. Also es gibt interessante Bücher von ihr. Lesen, lesen, lesen. Eine wahnsinnig intelligente Frau. Sie hat an ihrer Schule ein Abitur mit Auszeichnung gemacht, was insofern etwas Besonderes war, als dass das praktisch gar nicht an Frauen ging. Und in dem Jahr, in dem sie es mit Auszeichnung bekommen hat, ist dieser Titel mit Auszeichnung schon seit 30 Jahren nicht mehr vergeben worden. Was zu besagen. Ja. Sie war die erste katholische Theologieprofessorin. Na, jetzt wird es schon wieder schwammig bei dir, Margot. Ich muss gerade überlegen, ob sie Professorin war oder sowas. Oder auf jeden Fall, ihr wurde dann durch die katholische Kirche die Lehrlizenz entzogen. So eine Überraschung auch, ja. Weil sie doch wahnsinnig, sie hat doch wirklich behauptet, unter anderem, dass Maria nicht die Mutter Gottes, sondern die Mutter von Jesus war. Mhm. Gott der Vater. Und Jesus war kein Gott, Jesus war ein Mensch. Und das sind sehr protestantische Ansichten. Ja, und damit hat sie die katholische Kirche gegen sich aufgebracht. Und es war ein Riesenskandal. Aber sie ist im Endeffekt die Mutter von der, meiner Meinung nach, die Mutter von der Bewegung Maria 2.0. Ja, von der habe ich natürlich gehört. Ja. Die finde ich auch sehr gut. Besonders sowieso, ich glaube, ganz viele fühlen sich das immer nicht vor Augen, halt, wie viele Frauen in der katholischen Kirche engagiert arbeiten. Ja, die machen im Endeffekt die ganze Arbeit, damit die wenigen Männer die geilen Fummel tragen können. Die können die geilen Fummel tragen und die roten Praderschüchchen und sich halt die Schwänze lutschen lassen. Wenn man es einfach mal so über den Zaun bricht. Ja? Es gibt auch Priester, die das nicht machen. Ist aber die Ausnahme. Habe ich nicht gesagt, um Gottes Willen. Ich kenne halt auch keine katholischen Priester. Es ist natürlich völlig furchtbar, was wir hier machen, dass wir irgendwie alle über einen Zaun brechen. Das ist nicht okay. Ja, also ich kenne einen und der ist saupott-oberschwul. Das ist wirklich... Saupott-oberschwul. Aber sowas, das ist ja eine Tunte vorm Herrn. Das ist aber, solange du kannst es auch ohne weiteres ausleben, solange du es halt nicht großartig in die Öffentlichkeit trägst. Ja. Also du kannst auch immer mit deinem Mann überall auftauchen, der ist halt mit dabei. Du darfst nur nie sagen, dass das dein Lebensgefährt ist. Dann wird es schwierig. Ich denke mir auch, das kam mir neulich dann so in Sinn, in Vorbereitung auf diesen Podcast, Margot. Ja. Und zwar, ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass gerade wenn junge schwule Männer auf dem Land leben und halt wirklich von struktureller Homophobie umgeben sind und nicht wissen, wo sie hin sollen und einfach gerne, dass der Weg halt einfach in die katholische Kirche dann einfach auch ein Mittel zum Zweck ist, ungestört halt einfach schwul sein zu dürfen in dem kleinen konservativen Umgebung. Weil sonst wäre das doch nicht so, dass so viele Schwuchteln in der katholischen Kirche Priesterämte und
Bischofsämter und so. Ich sag mal so, aufgrund der Struktur, das ist ja etwas, was Uta Ranke-Heinemann durchaus auch inhaltlich so thematisiert und angesprochen hat, die Struktur der katholischen Kirche begünstigt zumindest gewisse Verhaltensweisen. Das natürlich, was du gerade genannt hast, wenn das im gegenseitigen Einvernehmen ist, okay, aber es bedingt halt auch natürlich dann die Pädophilie und sowas alles. Und das war ja das, was bei ihr ganz groß im Vordergrund stand. Sie hat auch die Homophobie der Kirche übrigens immer wieder angeprangert und war auch eine Kämpferin für die Schwulenrechte, insbesondere für die Schwulenrechte in der katholischen Kirche. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass sie so für die Lesbenrechte in der katholischen Kirche gekämpft hat, aber für die Frauenrechte auf jeden Fall. Gut, also da muss ich mich nochmal informieren, Margot. Ich bitte dich. Spannende Frau. Ja, hat tolle Bücher geschrieben. Wir sind aber schon so ein bisschen so im Bereich Klatsch und Tratsch und andere Belanglosigkeiten. Ach so, das war jetzt gerade nicht belanglos, ehrlich gesagt. Nein, belanglos nicht, aber Klatsch und Tratsch war schon so ein bisschen, ich finde, dann sollten wir das jetzt auch ganz offiziell machen. Klatsch, Tratsch und andere Belanglosigkeiten. Ich finde es immer schön, Margot, dass du unter unserer Rubrik auf unserem Ablaufplan immer noch stehen hast, ehemals Gesellschaftliches. Ja. Das ist so typisch, Margot Schlenz, das kannst du dann auch nicht löschen. Ne? Das ist die alte Datei. Ja. Ehemals Gesellschaftliches, liebe Zuhörer. Wir haben diese Rubrik ja noch nicht so lange. Ja. So, jetzt Heidi Klum. Lass uns kurz über Heidi Klum sprechen. Heidi Klum, das ist doch wichtig. Bei Heidi Klum hat doch bei Germany's Next Topmodel die Models nackt über den Laufsteg gejagt, dass Agenturen entsetzt waren und distanzierten sich. Sogar das Familienministerium hat sich eingeschaltet. Jessica, du bist ja Heidi Klum-Expertin und Germany's Next Topmodel-Expertin. Erzähl mir, was ist genau passiert? Ich habe keine Ahnung, Margot. Ich habe das nicht gesehen. Ich gucke die Topmodels eigentlich auch gar nicht. Wie, du guckst nicht mehr? Ich gucke das wirklich gar nicht. Ich war früher mal Heidi Klum-Expertin. Ja. Weil ich ja jahrelang GNTM, das Live-Public-Viewing, moderiert habe. Aber das ist wirklich eine Sendung, die ist mittlerweile, aus der bin ich rausgewachsen. Ich gucke das einfach nicht mehr, weil ich finde es einfach wahnsinnig belanglos. Ich bin in diese Sendung nie reingewachsen. Ja, Margot, du warst ja auch schon immer über 40. Ich bin jetzt erst über 40, ja? Ja, dass du rausgewachsen bist, das sehe ich, weil du bist ja dick geworden. Du bist zu dick für Germany's Next Topmodel. Margot. Haben wir das schon erwähnt eigentlich heute? Nee, haben wir noch gar nicht erwähnt, aber übrigens, ich habe da leckere Schokobons für dich zu stehen. Nehme ich gerne noch mal ein. Ich bin nämlich ein Genüssling. Ja, genau. Ach, Gottchen. Ja, aber nee, aber weißt du da jetzt mehr drüber? Also überhaupt nicht. Okay, dann lass uns doch bitte einfach das Thema jetzt. Super, aber wir haben wieder 10 Minuten gefüllt. Ja, Gott sei Dank. Kommen wir zur nächsten Person, Carmen Nebel. Carmen Nebel. Das ist einmal die Petra Gerster der Unterabendsunterhaltungsmoderation. Beides können Schwestern sein, finde ich. Könnten, ja. Ja, die hat ihre letzte Show gehabt jetzt, ne? Ja, die hat jetzt ihre letzte Show. Das ZDF hat ihren Vertrag für diese Show nicht mehr verlängert. Mensch. Das war die letzte große Samstagabendshow im deutschen Fernsehen. Also um Carmen Nebel an sich tut es mir nicht leid, weil das war halt einfach auch nicht, ich bin nicht das Publikum von Carmen Nebel. Und sie war schon auch immer eher so ein Muttchen auch, ja? Also so eine ständig dauerergriffene, liebevolle, gute Tante, die so eine Show moderiert. Mit vorgeskripteten Dialogen. Ja, natürlich. Ganz spontan. Ganz spontan. Aber mir tut es tatsächlich um die große Abendunterhaltung am Samstagabend leid. Also weil wir sind beide, glaube ich, große Verfechterinnen von Unterhaltungsshows. Wir sind in den 80er Jahren groß geworden. Da gab es halt noch die letzten großen Samstagabendshows. Ja. Einer wird gewinnen, Wetten, das und Versteckt hier, nicht, Verstehen Sie Spaß. Damals noch Melodien mit Paola für Millionen. Felix, natürlich. Ja, alles. Das war's. Und die ganz großen Shows, nicht Samstagabend, aber Donnerstagabend, Dalli mit Hans Rosenthal. Ganz groß. Die Pyramide. Die Pyramide ist auch ganz groß. Hans-Joachim Kuhlenkamp. Ja, oder hier mit Wim Tölke, wie hieß das? Der große Preis. Der große Preis. Einer wird gewinnen. Beim großen Preis hat nie jemand die Regeln verstanden. Nein. Aber irgendwie war es immer unterhaltsam. Es war toll, die Fragen waren halt irgendwie wichtig. Es war großartig. Ja. Aber ist jetzt vorbei. Wen haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch Helene Fischer. Ja. Und ansonsten halt zu Silvester, wenn der Jörg Pilawa seine Silvestershow macht. Da ist noch eine gute Nachricht. Carmen Nebel bleibt uns zu Weihnachten zumindest noch erhalten. Göttchen ihre Weihnachtsshow Dank. Bleibt also noch. Also willkommen bei Nebel hat jetzt Bye-Bye gesagt, aber die Weihnachtsshow von Carmen Nebel, die bleibt noch bis einschließlich 2023. Ach so. Ja. Das ist ja hochinteressant. Also Margot. Ein paar Weihnachten bleiben uns also noch gerettet. Man kann eigentlich trotzdem nur hoffen, dass wir zu Weihnachten dann keinen Lockdown mehr haben
und wir diese Shows gucken müssen, sondern dass wir raus dürfen. Das stimmt. Ich meine wirklich, ich habe ja letztes Silvester tatsächlich mir 4 Stunden Jörg Pilawa angetan mit meiner besten drüber. Freundin. Ja. Ja, wir sprachen drüber beim letzten Mal. Ah ja, okay. Ja. Also gut, von daher, das ist nett, aber ist nice to have, aber war's aber dann das auch. Ist auch keine große Samstagabendshow und ist auch keine große Silvestergala. Ich, unter Silvestergala stelle ich mir einfach nochmal was anderes vor als Jörg Pilawa. Ja, Jörg Pilawa ist jetzt auch kein Feuerwerk der Travestie, nein, muss man mal sagen. Ja, wenn man das so zusammenfassen darf. Weißt du, Harpe Kerkeling, der könnte sowas, glaube ich, gut wegschmeißen. Der will aber nicht mehr. Barbara Schöneberger könnte, glaube ich, eine großartige Samstagabendshow machen. Ich kann Barbara Schöneberger langsam nicht mehr sehen. Gut, sie ist ja omnipräsent. Total, oder? Ja. Das finde ich immer so schade. Das ist ein Phänomen. War der omnipräsent? Der hatte irgendwann, ja, der hatte erst eine Show, da hat er noch was gehabt, dann hat dies, jenes. Oder Eckhard von Hirschhausen. Erst eine Kleinigkeit, dann hier und dann dort. Und plötzlich bekam er immer mehr Sendungen. Oder wie hieß er? Hera Lind. Erst hat sie irgendwie ein Buch geschrieben, dann noch ein Buch geschrieben, dann hat sie das moderiert, dies moderiert, dann Samstagabend schon, dann hat sie noch eine Talkshow gehabt, dann hat sie noch Herzblatt in den Ruinen moderiert. Ach was. Also die Leute ploppen auf, kriegen dann plötzlich alles hinterhergeschmissen. Ja. Und dann sind sie halt irgendwann auch verbrannt und bei Barbara Schöneberger wäre es einfach schade, wenn ihr dieses Schicksal auch wäre wirklich schade. Weil sie ist ja schon eine Tochter. Ja, ach du, ich würde mit der gern mal ein Bier trinken gehen. Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, mit der kann man gut in einer Kneipe sitzen auch. Wollen wir sie gemeinsam mal anschreiben? Ja, das können wir gerne machen. Wir können sie mal anschreiben, fragen, ob sie Lust hätte, mit uns zu dritt einen Podcast zu machen. Also macht ihr auch Podcasts? Ja, wer macht denn bitte keine Podcasts im Moment? Ja? Ich wüsste noch einige, die keine Podcasts machen, aber gut. Sie macht den wunderbaren Podcast mit den Waffeln einer Frau. Ja, finde ich auch süß, ja. Bitte reinhören. Ja, gut, dann schreiben wir die mal an. Wir schreiben die mal an. Aber jetzt, wir waren ja eigentlich beim Thema, wurde gekündigt, wer ist raus? Carmen Nebel ist auch raus, genau, ja. Und aber jetzt, Dieter Bohlen ist raus. Dieter Bohlen ist raus. Und ich muss wirklich sagen, ich freue mich darüber. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sein, ich fand Dieter Bohlen schon immer unheimlich schwierig, ja. Fand ihn menschenfeindlich, egozentrisch und auch manchmal ein bisschen ekelhaft. Herablassen. Ja, und dass der sowieso 20 Jahre im Fernsehen sein durfte, fand ich schon eigentlich immer unerhört. Und ich bin froh, dass er endlich weg ist. Das ist auch für mich so ein bisschen der Inbegriff für dieses berühmte Klischee alter weißer Cis-Mann. Der aber auch das von sich denkt, der hat die größten Klöten in der Hose. Sowieso. Und den längsten. Ja. Ne, aber wobei, das soll ja, wie gesagt, eigentlich Roland Kaiser haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie Roland Kaiser? Größer als ein Schullineal. Was, wo hast du denn jetzt diese Meldung wieder her? Ich guck da immer Frauke Ludewig. Ich glaube nicht, dass Frauke Ludewig den Schwanz von, von Roland Kaiser in den Mund, also ich meine jetzt, die Größe des Penis von Roland Kaiser wird Frauke Ludewig als Thema niemals in den Mund nehmen. Komme ich jetzt einigermaßen raus? Aber der Penis von Roland Kaiser ist größer als ein Schullineal. Er soll über 30 Zentimeter. Woher liest du denn solche Meldungen? Das habe ich nicht gelesen, das habe ich auch nicht aus Quellen, die sich lesen lassen. Das habe ich aus weiblichen Quellen. Aus weiblichen Quellen. Das ist auch so ein Bild für die Götter. Ich finde, das hört sich an wie auf so einer Amazoneninsel, wo halt dann zu so einer weiblichen Quelle gebetet wird. Gut. Aus weiblichen Quellen. Das macht ihn für mich allerdings auch wirklich in keinster Weise irgendwie attraktiver oder interessanter, weil ich fand ihn noch nie interessant. Ist das der mit der neuen Lunge oder ist das der andere? Wie der mit der neuen Lunge? Ich weiß, er hat eine neue Lunge. Ich glaube, der hat eine neue Lunge. Roland Kaiser ist der mit der. Ich verwechsel den immer mit Howard Carpendale. Howard Carpendale war der mit der anderen Sprache. Das war der mit dem. Den verwechsel ich ja wiederum gerne immer mit dem hier, mit der Kleine mit der Warze. Wie heißt der denn nochmal? Peter Maffay. Du verwechselst Howard Carpendale mit Peter Maffay. Ja. Also erstens, du verwechselst Howard Carpendale mit Roland Kaiser. Die sehen sich nun mal zum Verwechseln ähnlich. Ich verwechsel auch Roberto Blanco mit Toni Marshall. Ich habe einfach Probleme mit älteren Schlagermännern. Ja. Die sind für mich alles eins. Ach, alle sehen sie aus wie Heino. So. Ja, genau. So, Dieter Bohlen also, ist raus. Dieter Bohlen ist raus bei RTL und das war auch der Moment, wo bei mir die Sektkorken knallten. Intellektuell. Ja, intellektuell. Ja, genau. Und RTL verjüngt sich jetzt richtig und hat jemand neuen, den sie jetzt reinsetzen werden, ein junges Nachwuchstalent, Ahnung von der Musikbranche einfach mal erzähl, hat. Nämlich Thomas Gottschalk. Yay. Also das finde ich wirklich. Also wir müssen dann nochmal kurz auf Dieter Bohlen zu sprechen kommen. Ja, aber jetzt erstmal Thomas Gottschalk. Aber ich finde auch jetzt seit diesem
Die letzte Instanz. Auf dem WDR weiß man ja auch, dass Thomas Gottschalk einfach auch wirklich einfach nicht mehr unbedingt ins Fernsehen gehört in den modernen Zeiten. Nur ins betreute Fernsehen. Ins betreute Fernsehen. Zu Karm Nebel könnte da vielleicht dann nochmal passen. Ist aber auch nicht mehr der Fall. So, und jetzt nehmen die noch einen älteren. Okay, sie haben beide vielleicht die gleiche Haarfarbe und die gleiche Hautfarbe, nämlich Solariumbraun. Aber das war's dann. Das ist noch ein älterer Mann, das ist mir unverständlich, dass RTL da nicht einfach mal sagt, wir nehmen irgendjemand Frisches, Neues. Und wenn zum Beispiel, ich habe zwei, dreimal DSDS so geguckt. Und ich finde zum Beispiel Maite Kelly, man möge von ihr meinen, was man möchte, aber ich finde zum Beispiel, dass sie eine sympathische Ausstrahlung hat. Die hat Herz. Die hat Herz, genau. Und sowas braucht dieses Format. Ich glaube, Maite Kelly wird die wahrscheinlich sein, die das dann demnächst übernehmen könnte. Könnte ich mir vorstellen, ja. Gottschalk soll jetzt ja nur für die letzten beiden Live-Shows irgendwie reingesetzt werden. Ich glaube nicht, dass er dauerhaft... Ich habe es falsch verstanden. Ich habe es auch so verstanden, aber es stand nirgendwo so, wie wir es verstanden haben. Ich habe extra mal nachgelesen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, schmeißt du schon wieder die Unterlagen runter? Ich hab alles runtergeschmissen. Du bist halt auch echt eine dumme, blöde, blonde Scheißkuh. Also jedenfalls wird Thomas Gottschalk jetzt für die nächsten Live-Sendungen dabei sein. Das ist aber auch ein Name, da ziehen sie sich halt wirklich nochmal Publikum ran. Aber ganz ehrlich, ich meine, das Publikum von DSDS, würde ich sagen, ist zwischen 17 und 29. Ja. Instagram-Generation, da kennt keiner Thomas Gottschalk. Die Gottschalk-Generation ist zwischen 70 und 90. Eben, die gucken Karm Nebel. Die gucken Karm Nebel, oder jetzt auch nicht mehr. Ja, also ist von ja daher, das finde ich eine absolute Fehlbesetzung, aber vielleicht funktioniert es ja auch, man weiß das nicht. Man guckt, es kann auf jeden Fall, es kann nur bergauf gehen danach. Wir gucken mal. Und ich muss ganz kurz, bei RTL muss noch was dazu sagen jetzt, weil RTL hat ja noch so ein jungen Talent eingekauft. Ach so? Ja, wer demnächst die Nachrichten sprechen soll. Ach, Jan Hofer. Jan Hofer. Ehemals Chefsprecher. Ling. Tschechischer Chefsprecherling. tschechisches Chefsprecherling. Von das Tagesschauling. Tagesschauling. hat er aufgehört und es geht jetzt zur RTL und übernimmt ein neues Nachrichtenformat, soweit ich weiß. Und zwar zwischen RTL Aktuell und RTL Nachtjournal soll es noch ein drittes Nachrichtenformat auf RTL also geben. Eine Sendekonkurrenz zu den Tagesthemen. Genau. Ja, genau. Finde ich spannend. Ist ja auch ein toller Mann. Also der ist ja wirklich... Ja, ich meine, wie lange hat der Tagesschau gemacht? 40 Jahre? Daher, allein schon, also habe ich die Geschichte schon mal erzählt von dem mit Los Angeles? Los Angeles, genau. Das hat er erzählt, ja genau. Also eine wunderbare Person, die RTL jetzt da eingekauft hat, das finde ich toll. Haben sie ihn nicht in die Jury von DSDS jetzt reingepackt, weil das wäre, glaube ich, dann doch süß gewesen. Geworden. Aber ich meine, RTL kriegt es ja hin. Der macht ja auch bei Let's Dance gerade mit, der Jan Hofer. Und ach so, ich gucke das ja nicht. Ja, also das ist wirklich tatsächlich die einzige Show mit Jury, die ich noch im Privatfernsehen gucke, die ich ertragen kann, ist Let's Dance, weil ich bin halt tanzbegeistert. Ich liebe Let's Dance und es ist die schwulste Sendung im deutschen Fernsehen. Das ist mit Hoche? Und Mozi Mabuse. Liebe Mozi Mabuse. Ja. Und der Juror nochmal? Das ist der, wo ich den Namen immer nicht weiß. Der Einzige, der halt immer streng ist. Der ist ein bisschen unangenehm auch. So ja, in der Art, Lambi, Joachim Lambi. So. Und da macht aber der Jan Hofer auch mit. Ja. Und ich finde, Jan Hofer ist ja auch so die Generation meines Vaters, vielleicht ein bisschen jünger. Ja. Und ich muss immer an meinen Vater denken, wenn der versucht, da zu tanzen. Also der ist ja auch ganz steif in der Hüfte. Ja. Und man merkt ihm auch schon so die rausspringenden Bandscheiben an, bei jedem Schritt, wenn er halt so Salsa tanzen muss und so. Er tut sich damit keinen Gefallen, der Jan Hofer, aber... Ja, genau. Zack, 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 wieder alle raus. Also brauche ich nicht unbedingt. Oh Gott, ist so ein bisschen Age-Shaming, was wir gerade machen auch, oder? Wobei wir sind selber so Leute mit springenden Bandscheiben. Also toi, 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 2020 war für mich bandscheibenfrei, Gott sei Dank. Ja. Nicht bei mir, aber 21 bisher. Ja. Ich hatte 2020 echt nochmal 3 Monate ordentlich zu tun. Das war sehr nervig. Ach, es ist ja auch nichts, was irgendwie so nach 2-3 Tagen weg ist. Nee, es ist halt das Furchtbare. Ne? Es dauert echt Wochen. Ja, Nerven sind Arschlöcher, sage ich immer. Ja. Genau. Es ist noch jemand rausgeflogen. Ach so? Ja. Wer denn?
Das hast du mir doch selber gesagt. Ach, Julian Reichelt. Ja. Von der Bild. Von der, na, der Bild. Ist natürlich noch nicht ganz rausgeflogen. Ja. Er nimmt sich jetzt, glaube ich, erstmal auch so wie der Wölki erstmal ein bisschen Zeit, um alles aufzuarbeiten. 2000 Jahre. Ja, das ist ja, da ist die Bild der katholischen Kirche ja sehr ähnlich. Das ist ein männergeführter Verein, sexistisch und homophob und möchte eigentlich auch gar nicht von außen irgendwie beurteilt werden. Nein. Das ist halt dann die Bild, ja. Und sie wissen halt alles besser und sie haben den direkten Draht zu Gott, beide. Ja, genau. Der Gott ist halt Julian Reichelt. Ja. Ich habe, es gibt ja diese, finde ich gar nicht mal so spannende Doku auf Prime, ist das, glaube ich. Und zwar heißt die Bild macht Schlagzeile oder Stimmung oder irgendwie sowas. Mhm. Ich weiß nicht genau. Das ein Jahr begleitet ein Kamerateam halt inside der Redaktion sozusagen. Ja. Ist gar nicht mal so spannend, muss ich sagen. Ich habe die erste Folge gesehen, das war es dann auch. Und ich kann halt Julian Reichelt wirklich persönlich, ist Julian Reichelt die Sorte Mann, die ich persönlich wirklich schwer ertragen kann. Echt? Ja. Und wenn ich mit diesem Mann zusammenarbeiten müsste oder vielleicht auch mal, vielleicht ist man mal irgendwann in einer Talkshow zusammen oder so. Man weiß es ja nicht. Mhm. Ich bekomme innerlichen Groll bei diesem Mann. Ich kann das gut verstehen, weil bei Springer oder bei der Bild zu arbeiten, muss man eine gewisse Denke haben. Ja. Und um der Chefredakteur zu sein, musst du das verinnerlichen, das musst du leben. Und das ist eigentlich, finde ich persönlich, charakterlich einfach, musst du von morgens bis abends einfach wissen, ich will heute Arschloch sein. Ich will heute Arschloch sein. Ich will heute Arschloch sein und ich bin es gern, ich lasse mich dafür teuer bezahlen auch noch. Ich habe eine... Aber was ist jetzt passiert? Ja. Warum ist der jetzt raus? Naja, also das Tolle am Springer Verlag ist ja, oder auch dann an der Bild ist ja, sie haben einen gut ausgearbeiteten Compliance-Katalog. Compliance ist das neue Wort. Ich weiß immer noch nicht genau, was auf Deutsch eigentlich heißt, Margot. Weißt du das? Nein, ich wollte dich nicht fragen, was das eigentlich ist. Ich werde einfach mal kurz Siri fragen. Ja, mach doch bitte mal. Hey Siri, was heißt Compliance auf Deutsch? Du kannst mit der übersetzten App auf deinem iPhone oder iPad auf German. Okay, verstehe. Ja, also Siri war auch schon wieder wahnsinnig schlau. Ah, aber es geht ja um Verhaltenskodex, wie man mit Mitarbeiterlingen miteinander umgeht, was man nicht zu tun hat und was man zu tun hat. Und da sind die wohl state of the art, der Springer Verlag, weil es gibt kaum so dicke Compliance-Kataloge in anderen großen Unternehmen, gerade auch Medienunternehmen. Aber er hat angeblich halt seine Machtposition ausgenutzt, hat mit einigen Frauen gefickt, sag ich jetzt mal auch. Ach ja. Oder sich halt einen lutschen lassen. Hat dadurch halt sie in bessere Positionen beruflich geschafft. Und wenn er dann dem überdrüssig war und die nicht mehr ficken wollte, dann hat er es halt auch wieder fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Habe ich jetzt wirklich sehr über den Kamm geschoren, ja? Okay, ja. Also du hast es in Bildniveau einfach. Ich habe einfach jetzt Bildniveau. Ist ja in Ordnung, ja, klar. Also einfach seine Machtposition als Mann ausgenutzt. Genau. Und was ich sehr interessant finde, das hat der Chefredakteur vor Julian Reichelt, wo ich den Namen Kai Diekmann war vorher. Kai Diekmann, ja. Der hat das schon angefangen und Julian Reichelt ist jetzt der perfekte, wie sagt man dazu, der hat es am besten jetzt weitergeführt und zwar eigentlich führt er die Bild mit seiner Meinung und führt persönliche Kriege durch die Bild. Das war halt vor ein paar Jahrzehnten noch anders. Da wurde Meinung gemacht im Sinne des Verlags, aber nicht im Sinne eines einzelnen Chefredakteurs. Und das wird ihm auch vorbehalten, dass er Privatkriege führt. Ja, gut, das ist aber, Bild führt ja immer Privatkriege. Bild hat schon immer Privatkriege geführt. Das Paradebeispiel war eigentlich, dass Bild an prominente Leute herangetreten ist und dann gesagt hat, so, wir werden in der kommenden Ausgabe über dich berichten. Du darfst entscheiden, welche Schlagzeile du lesen möchtest. Entweder XY Kindesvergewaltiger oder aber Home Story by. Und die Home Story würden wir mit dir aktiv jetzt noch machen. Und wenn du uns die Home Story nicht genehmigst, dann gibt es halt die andere Schlagzeile. Ist das jetzt bestätigt oder hast du es gerade ausgedacht? Nein, es ist von Bild bekannt. Das ist von Bild bekannt, ja, das aber ist das bekannt. Ist bekannt. Es ist wirklich schon, es ist alles so sehr, also es ist gerade ein sehr, sehr harter. Ja, aber schon. Das ist schon so, ist halt die Methodik von Bild und deshalb Bild kann ich immer nur sagen, bitte nicht kaufen. Das ist ganz fuibar. Das Interessante ist, diese Compliance-Vorwürfe gegen den Chefredakteur Julian Reichel, wäre das bei irgendeinem anderen Unternehmen, wäre das fett die größte Schlagzeile über Wochen in der Bild.
Ja, das sowieso. Und ja, natürlich. Hier? Ja, ja. Kein Wort. Kein Wort. Ich glaube sogar die komplette Springerpresse, kein Wort dazu. Ja, ja, kein Wort dazu. Als ob dieser Mensch völlig unwichtig wäre und noch nie existiert hätte. Ja, das ist aber völlig klar, natürlich. Ne? Sie haben wohl jetzt ein, Springer hat ein öffentliches Statement jetzt, also ein längeres als das, was schon vor einer Woche mal ja. online ging. Und da habe ich gestern bei wie, bei, ach, wie heißt der, DWDL. Tolle Seite auf Facebook, finde ich. Über Medien und Wirtschaft und ja. Und da haben sie das Statement mal auseinandernehmen lassen von halt Wirtschaftspsychologen, von Medienpsychologen. Von kompetenten ja? Menschen. Von kompetenten Menschen. Und die haben zwischen den Zeilen gelesen, eigentlich Julian Reichel ist eigentlich schon raus. Ja. Ja. Ich habe heute gelesen, oder war es gestern, dass er eigentlich schon wieder zurückgekommen ist. Ach so, bei ja. DWDL? Wir werden, nee, das habe ich jetzt so gelesen, irgendwo seriös im Internet. Verstehe. Okay, also ich meine. Deswegen wollte ich nichts dazu sagen, wir werden es in den nächsten Tagen ja eh sehen, ja, wenn der Podcast raus ist, weil wir zeichnen das ja noch im späten März auf. Ihr, die ihr diesen Podcast hört und es bereits Oktober 2023 ist, werdet wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich finde, Bild ist jetzt vorbei, aber wir können ja. eigentlich passend zur Bild einfach über Rassismus ja. kurz sprechen. Ja, weil das ist ja eigentlich auch eines dasselbe, oh. Rassismus und Bild. Ja, das ist das Erschreckende. Das liegt wahnsinnig nah beieinander. Ja, du hast ja. vollkommen recht. Ja, ja, weil wir müssen wirklich ganz kurz, obwohl es ja mittlerweile schon so durch ist, noch ja. Harry und Meghan war ja auch im März. Es kommt ja. mir vor, wie 2 Monate her mittlerweile. Ja. Das ist Wahnsinn, wie lang der März war. Ne? Das ist unglaublich viel passiert. Harry und Meghan haben ein Interview gegeben, ja. und zwar der lieben guten Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Oprah ja. Winfrey. Winfrey, und die hat schöne Haare gehabt. Die hat das ist ja auch aufgefallen. Denn die Haare waren halt wie so eine, war wie so eine Playmobil. Es hat mich so ein bisschen an die Schwestern von Marge Simpson erinnert. Ja, genau. Genau, die zwei Zwillingsschwestern. Die Zwillingsschwestern. Die rauchenden. Ja, also die Haare waren schon interessant. Die waren schon doll, ja. Ja gut, aber lass uns nicht über die Haare sprechen. Nein. Was ist deine Meinung zu dem Interview? Weil wir müssen über den Inhalt, glaube ich, jetzt nichts mehr erzählen. Über den Inhalt müssen wir jetzt nichts ja. erzählen. Also sie haben auf jeden Fall bestätigt, dass es weder die Queen noch ihr Mann, Prinz Philip, gewesen sein sollen. Und mit dem Rassismusvorwurf, ja. Und ich finde es, ich bin sehr ambivalent. Ich einerseits ging es in diesem Interview darum, dass sie sich beschwert hat, dass sie eigentlich keinen Personenschutz für ihren, für sich und ihre Kinder hat und dass ihr Kind keinen Prinzentitel erhält. Ja. Was allerdings damit zu tun hat, dass Prinzentitel aus irgendeinem Gesetz von Schlag mich tot irgendwie sagt, von wegen Prinzentitel werden nur bis 2 Stufen unter dem König oder der Königin vergeben. Ja, die dritte Generation kriegt keinen Prinzentitel, es sei denn, es sind die direkten Thronfolger, dann schon. Macht gut. alles Sinn, aber es ist ja. so, ich bin sehr ambivalent. Ich auch. Das Thema Rassismus, finde ich, muss diskutiert werden und es verwundert mich nicht, dass das auch im Königshaus vorkommt. Ja, ich meine, schon mal bitte, also ne, die englische Krone ist nun wirklich die kolonialistische und imperialistische Supermacht gewesen jetzt, über Jahrhunderte. Wo du sagst, könnte man mal drüber nachdenken. Könnte man mal drüber nachdenken, ja, ist schon durchaus. Nein, gar keine Frage. Ich finde es gut, dass über Rassismus gesprochen wird und man muss ja einfach mal sagen, das ist ja auch eine Familie, die ja durchweg über Generationen nennen, über Jahrhunderte weg, über, ich glaube, 8 Jahrhunderte, knapp 1000 Jahrhunderte hinweg durchweg nur weiß geheiratet hat. Ja. Aus politischen Gründen, aus strukturellen Gründen, was auch immer. Und das ist natürlich wirklich, da ist ja gar keine soziale Durchmischung oder in irgendeiner Weise fand da was statt. Und ich finde die Diskussion einfach gut, dass sie stattfindet. Eine Meinung dazu, wer hat jetzt Recht, wer hat Unrecht, was ist übertrieben. Dazu können wir gar nichts sagen. Nein. Weil ich meine, wir waren nicht mit dabei. Ne? Das sowieso nicht. Ne? Also das finde ich auch nochmal schwieriger, sowas zu beurteilen, als wenn wir nicht drüber sprechen, irgendwie, was Dieter Bohlen zu seiner Manuela oder wie die heißt, gesagt hat. Ja. Das sind doch normale Menschen, aber ich finde so die ganzen Menschen aus der britischen Krone sind für mich so irreal. Also das, ja, man glaubt gar nicht, dass das wirklich richtige Menschen gehen, die ja. auch scheißen oder so. Ja, ja? Weißt du, erstmal das. Und dann fand ich das aber auch wieder so bezeichnend, dass halt das Interview ging ja, glaube ich,
anderthalb Stunden waren es bestimmt. Ja. Ne? Und dieser Satz mit dem, sie überlegen, welche Hautfarbe das kleine Kind haben wird, das waren, würde ich sagen, 1,5% des gesamten Interviews. Ja. Und das ist aber eigentlich letztendlich die einzige Schlagzeile, die dann rausgegangen ist und um die Welt gegangen ist. Die kann man ja auch gerade mal machen. Ja, es gab ganz, ganz andere schöne Momente, wo einfach so ein bisschen auch erzählt wird, dass Meghan der Queen vorgestellt wird und im Wagen dorthin stellt sich heraus, dass Meghan noch gar keinen Knicks kann, den man dann schnell nochmal draußen vor der Tür geübt hat. Weil sie dachte von wegen, naja, Queen, klar, für draußen, für das Volk, ne, aber sie ist jetzt ja Familie. Und dann sagte Harry so, nee, das ist die Queen, auch für dich. Ja, ja. Und das ist natürlich dann so, das ist wohl ein bisschen, die nehmen das wohl mit dem Titel ein bisschen genauer, bisschen ernster. Wer The Crown guckt, weiß ein bisschen Bescheid. Ich fand das sehr interessant. Und zwar, ich habe neulich einen Ausschnitt gesehen, weil also Harry und Meghan haben ja jetzt diesen großen Deal mit Netflix gemacht. Zufälligerweise zeichnet da jetzt Harry auch mit Oprah zusammen eine gemeinsame Serie auf für Netflix. Ganz zufällig. Haben die jetzt eine Serie zusammen? Ich bin gerade völlig überrascht. Erzähl mir, ich weiß nichts. Ja, und zwar machen die eine Doku-Serie über mentale Gesundheit. Harry und Meghan. Natürlich geht es dann wahrscheinlich bestimmt auch wieder um Lady Di das ewige Thema. Aber interessant, wahrscheinlich war in dem Deal dann auch mit drin, dass sie auch dieses Interview dann bekommt, die Oprah, ne? Wurde bestimmt gemauscht. Da ist schon Marketing gemacht worden. Ja, natürlich. Ja, klar. So, und dann gab es aber auch einen Ausschnitt mit Harry, und zwar gibt es in Amerika diesen Late-Night-Talker, diesen dickeren Blonden, der auch immer diese Carpool-Karaoke macht, im Auto singt. Der ist ja auch egal, du weißt, wen ich meine. Das ist nicht David Letterman. Letterman ist schon seit 20 Jahren. Cohen. So, und der war mit Harry im Interview, und dann hat der Cohen ihn gefragt, ob er The Crown geguckt hat und wie er The Crown findet. Und das Interview ist ausgestrahlt worden, noch bevor das Interview mit Oprah Winfrey ausgestrahlt wurde. Hast du es gesehen? Das war Oprah dann nicht so sonderlich gut angetan, weil sie dachte, sie hätte irgendwie das erste Interview exklusiv. Es war nicht das erste Exklusiv-Interview. Sie hat das erste mit beiden exklusiv, aber nicht das mit Prinz Harry. Ja. Und das war so ein bisschen, sorgt für ein bisschen Verstimmung. Ja gut, ich meine, also laut Frauke Ludowig hat Oprah Winfrey an diesem Interview mit Harry und Meghan 9 Millionen Dollar verdient. Also ich glaube, das wäre dann Jammern auf hohem Niveau, dass er das zweite Interview nur mit Harry hatte. Ich glaube, hätte ich die Chance, mit so jemandem ein Interview zu machen, ich hätte das natürlich für umsonst gemacht. Ich hätte es auch für 9 Millionen gemacht, keine Frage. Naja, die hat ja, die wird das Geld damit verdient haben, weil sie die Produzentin ist. Wahrscheinlich, ne? Werbezeiten. So, also jedenfalls ganz kurz noch zum Interview mit dem Cohen, Lenny Cohen oder wie er heißt, und da hat er gefragt über The Crown, und dann hat Harry nur geantwortet, die Serie gibt dem Zuschauerling eine ungefähre Vorstellung davon, wie es wirklich ist, im Königshaus in England zu leben. Ja. Und das fand ich interessant, weil ich finde, was man da schon sieht, muss unerträglich sein und wirklich schrecklich eingekastelt in Konventionen. Ein Korsett. Und wenn er sagt, eine ungefähre Vorstellung davon, das fand ich interessant. Fand ich auch. Also das ist, aber The Crown bitte unbedingt angucken bei Netflix. Bis zum nächsten Podcast habt ihr noch reichlich Zeit. Lohnt sich wirklich auf jeden Fall. Sehr. Ja? Ist eine tolle Schauspielerin. Ja. Ist großartig. Wir bleiben noch ganz kurz dabei, weil der gute Prinz Philip ist jetzt ja aus dem Krankenhaus rausgekommen. Der war ja im Krankenhaus drin gewesen, musste operiert werden. Ja, wann wird er mal nicht operiert? Der wird nicht so oft operiert. Und er hat jetzt gute Chancen, noch den Juno zu erleben. Und oh Gott, das ist aber auch, wenn der arme Mann. Also der wird dann 100. Der wird 100. Es gab jetzt neulich so ein tolles Meme auf Instagram, habe ich das gesehen. Hast du das gesehen mit Cher und Prinz Philipp? Ja. Und da steht drüber so, Prinz Philipp mit 100. Und da sieht man wirklich ein Bild von Prinz Philipp. Er sieht aus, als wäre er Todesser bei Harry Potter. Das ist aus der Fahrt, wo er gerade aus dem Krankenhaus rausgebracht wurde. Der sah nicht gut aus. Alter Mann, also wirklich. Wirklich. Und dann ist halt 100. Ja, ist 100. Und dann war daneben ein Bild von Cher, und sie sieht ja seit 20 Jahren gleich aus, und da stand halt Cher mit 100, Bild von, und das wahrscheinlich wird Cher mit 100 auch noch so aussehen wie jetzt. Ich glaube, sie hat es doch selber auch geteilt. Sie hat es auch selber auf Twitter geteilt, das finde ich großartig. Cher hat ja einfach auch Humor, und das liebe ich an Cher. Das ist wirklich großartig. Auch knapp 100, nicht ganz. William Shatner, auch bekannt als Captain Kirk. Ja, und er hat ja jetzt auch zur Feier des Tages hat er auch eine CD rausgebracht, Ja. Weil William Shatner, das
das wusstest du auch schon. Ein berühmter Opernsänger. Nein, das ist ein Koloratursopran tatsächlich. Ja, William Shatner hat schon damals in den, ich will jetzt nicht lügen, aber 60er, 70er Jahren, er war ja einer der ersten weißen Rapper, wenn man es so über den Zaun brechen möchte, weil er hat früher schon Sprechgesang gemacht. Ja, ich hatte das, gab es das nicht mal bei YouTube sogar irgendwie diese Aufnahme? Keine Ahnung. Und ich habe diese Aufnahme mal gehört und es ist auch wirklich so, nein. Ach so, nein. Das, was er damals aufgenommen hat. Also ich fand's, aber gut, es war halt auch irgendwie aus einer anderen Zeit. Ja. Vielleicht war es auch einfach nicht mein Geschmack. Anderen Leuten gefällt es. Vielleicht auch künstlerisch qualitativ hochwertig. Nee, ich weiß es nicht. Du hast ja generell auch wenig Geschmack eigentlich. Das ist ja dein großes Lebensthema, Margot, woran du ja schon immer seit Jahren arbeitest. Also apropos Raumschiff. Ja, bitte. Ein Schiff hat gerade oder blockiert gerade den Suezkanal. Es ist nämlich dort gestrandet. Es ist irgendwie schräg in die Wand des Kanals gefahren und hängt jetzt dort fest. Das und hast du noch heimlich da rein mit reingeschrieben. Das war neulich noch nicht in den. Ja, weil es erst danach passiert ist. Ah ja, okay. Das ist ja erst vor 3 Tagen passiert oder sowas. Entschuldigung. Und das hängt jetzt fest. Und durch den Suezkanal, jetzt stauen sich die Schiffe vor dem Suezkanal. Ja, das ist wirklich interessant. Ne? Das ist 12% des Welthandels, der jetzt hängen bleibt. Ja. Deine Wish-Bestellungen sind alle da drin und kommen also nicht zu. Also bei Wish habe ich nur einmal bestellt und wurde so dermaßen. Ich bestelle da nicht. Wer bestellt denn bei Neckermann bestelle ich halt immer. Das, so siehst du auch aus. Aber es ist auch bestimmt 80-90% der Transen in Deutschland, in Europa. Bestellen bei Wish. Bestellen auch ihre Perücken und sonst was da, ihre Kleider bei Wish. Und, keine Ahnung. Also es hängt jetzt alles jedenfalls drin, also die gesamten Lieferungen aus Fernost, aus Asien, als auch die gesamten Öllieferungen. Und das wird jetzt wohl wirklich zum Problem. Die kommen halt alle gerade nicht durch den Suezkanal. Meinst du, da gibt es eine Ölknappheit? Es gibt jetzt schon Probleme, weil es so auch gewisse Prozesse gibt in der Produktion in Europa, die ohne Öl und so nicht funktionieren können oder ohne gewisse Stoffe, die da angeliefert werden sollen. Es ist ja nicht nur Benzin und Diesel, es gibt auch noch andere Ölprodukte und die kommen jetzt gerade nicht durch. Das ist jetzt so ein bisschen knapp, so wenn du Just-in-Time-Produktion hast. Entschuldigung. Letztendlich ist ja in allen Sachen Öl drin. Also ob du nur einen Plastikbecher trinkst oder dir eine Creme ins Gesicht schmierst, überall ist Öl drin. Wo überall Öl drin ist? Überall. Überall ist Öl drin. Okay, wenn du das sagst. Das weißt du halt nur nicht, weil du halt so chemisch nicht so bewandert bist, wie ich. Nein. Margot, ne? Nein, okay, gut. Gut. Ja. Der Wichser des Monats. Noch ein Wichser? Ja. Also dann, Margot, wir hatten jetzt ja auch schon Roland Kaiser mit seinem 35 Zentimeter Penis. Ich weiß nicht, ob der 35, aber 30 plus. Wen haben wir denn jetzt dann noch? Der französische Präsident oder ehemalige Präsident Sarkozy wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt, weil er, also ich muss jetzt auf Bewährung erstmal absetzen, er kommt nicht ins Gefängnis rein und die Zeit, die er in Gefangenschaft leben muss, darf er zu Hause in Hausarrest verbringen. Er hat nämlich nach seiner Amtszeit ein bisschen versucht, über Korruption in einem anderen Verfahren gegen sich Beweise, die der Gegenseite vorliegen, irgendwie versuchen herauszufinden, über, ich glaube, einen Staatsanwalt oder irgendwie sowas, hat er versucht, den zu bestechen und hat dem dann einen großen Posten in Monaco oder so irgendwie versprochen. Das kam dann irgendwie auch noch raus, natürlich, dass es diesen Bestechungsversuch gab und jetzt hat er halt 3 Jahre bekommen, davon, glaube ich, 2 Jahre auf Bewährung und 1 Jahr muss er jetzt wirklich in Gefangenschaft leben. Was allerdings kein Problem ist, weil er hat gerade reichlich zu tun. Er wird oft genug auch aus der Gefangenschaft rauskommen, weil es gibt noch weitere Verfahren, die aktuell gegen ihn laufen. Ich finde das immer so interessant, dass man dann so im Nachhinein so viele mächtige Menschen einfach nur kriminelle Arschlöcher, sich als kriminelle Arschlöcher anpuppen. Sprichst du jetzt von Gerhard Schröder oder ist? Naja, kommst du jetzt auf Gerhard Schröder? Ja gut, ich meine, der ist ja nur auch Pipeline-Bau. Chef, UnterstützerIn. Ja, und peinlich. Also es kann man peinlich. Das ist wirklich. Ja, das cool, ich meine, seine neue Frau postet ja gerne auf Instagram so private Snippets aus seinem Leben. Oh, wie er seine Blumen gießt. Oder neulich hat er doch auch so ein Vogelfutter für Meisen hat er aufgehängt am Baum bei denen im Garten. Ja, ja. Wie heißt das? Meisen? Meisenknödel. Heißt das Meisenknödel? Das heißt, ich kenne das mit dem Begriff Meisenknödel. Übrigens, Rotkehlchen ist ja der Vogel des Monats, des Jahres geworden. Ja. Rotkehlchen. Rotkehlchen.
Rotkehlchen, nicht Rotkäppchen. Das ist der Sekt, den du ansonsten solltest, wenn der Mumm alle ist. Aber ganz noch, weil es wirklich nur eine kurze Meldung, aber ich finde einfach so, ist es halt auch. Wenn wir schon bei Kriminellen sind, Bushido, lass uns über Bushido sprechen. Wer Bushido nicht kennt, das ist das Vorbild von der William Shatner war immer sein Vorbild. Und der hat auch das Rappen von William Shatner. Nein, ach Margot, ich mach doch nur. Ach so, ja, stimmt, hast du recht. Mach einen Witzling. Was ein Witzling, ja. Aber Bushido ist gerade, und ich glaube, der wird nicht mehr lange leben, der Bushido, weil der sagt nämlich gerade vor Gericht gegen Abu Chaka Clan aus. Und da, ich glaube. Der Abu Chaka Clan war der diese große Goldmedaille aus dem Bodemuseum gemopst hat. Ja, waren es nicht auch die in Dresden in diese Schatzkammer eingebrochen, ne? Weil halt da Fensterglas drin war, wo da muss man sagen, da hat er praktisch, also dass die Stadt Dresden eigentlich auch, die ist ja zu 50% eigentlich auch Mittäter eigentlich, wer sowas macht. Ja gut, also irgendwie haben die aber Knatsch miteinander, weil die waren nämlich, also hier der eine, der Ober-Abu Chaka, wo ich seinen Namen jetzt nicht, Yasser Abu Chaka. Abu Chaka Chefling. Yasser, ich weiß nicht genau. Sie waren mal Best Friends, dicke Buddies und haben sie sich entzweit und sich auch damit Flaschen beworfen und wahrscheinlich auch mal die Knarre an den Kopf gehalten. Auch wenn ich jetzt hier Verleumdung betreibe, kann ich es mir wirklich sehr gut vorstellen, beide auch mal so Privatwaffen haben, mit denen man sich gegenseitig droht. Und dann geht es wohl aber auch ganz viel um Drogen und Drogenkonsum. Oh. Und ich finde, ja, so eine Überraschung. Ja, Margot, meinst du wirklich, dass die da Drogen nehmen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann sich überhaupt der Bushido nämlich auch nicht vorstellen. Ja. Und deshalb hat er nämlich immer den Satz gesagt, ich muss ihn kurz raussuchen, warte mal ganz kurz. Ja. Und zwar, er spricht nicht von Drogen nehmen, sondern er hat immer davon gesprochen, es waren nur Mittel, die durch die Nase konsumiert werden. Schnupftabak. Vielleicht. Oder Milchpulver. Einfach nur Milchpulver. Einfach fürs Gefühl. So. Ja. Ja, oder Ahoi Brausepulver. Und er war Ahoi Brausepulver. Das wird brennen. Nur. Ja, dann kommt noch so ein kleiner Shot hinterher, damit es ein bisschen auch durch die Nasen natürlich, damit es nicht zu sehr die Nasenscheidewand wegbrutzelt. Und weiterhin soll liebe er Kinder, halt. Ganz kurz, liebe Kinder, nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Das ist ganz wichtig. Und der soll, Drogen waren wohl da natürlich sehr, sehr viel im Spiel. Also auch Tilidin ist ja gerne auch eine Droge, die halt so aggressive Schlägerleute gerne nehmen. Tilidin kenne ich als Transenname. Tilidin ist ein Medikament, Margot, und zwar ein Opiat. Das ist mir schon klar. Ja, habe ich übrigens auch mal bekommen, als ich Bandscheibenvorfall hatte. Ach ja. Ja. Brauche ich nicht nochmal. Brauchst du nicht. Es macht einen rammdösig und schmerzunempfindlich. Und ich glaube, das erklärt dann auch die hohe Gewaltbereitschaft von manchen Menschen manchmal. Ja, schmerzunempfindlich sind Bushido und Co. auf intellektuelle Ebene auf jeden Fall. Ja, gut, aber der hat immerhin den Integrationspreis, den Bambi, bekommen. Falls du dich erinnerst. Ja, mit denen hat er doch jeder Transe zwischen die Beine geworfen, die er dann gesehen hat irgendwo. Gut. Also gut, wir warten ab. Genau. Ich wollte noch bei Bushido natürlich noch sagen, da ist mir Attila Hildmann noch eingefallen. Der hat Deutschland. Oh Gott. Der hat Deutschland verlassen offensichtlich. Ist in der Türkei, Ist in der Türkei jetzt. Hm. Ich finde, kann er bleiben. Da kann der gerne bleiben, Aber es ist so angenehm ohne den. Ne? Ja. Die ganzen Arschlöcher sind weg. Ne? Ja, weg, bitte. Apropos Drogen, fällt mir jetzt gerade noch ein, wo wir gerade bei Arschlöchern und Drogen sind. Ist heute aber wirklich so ein Arschlöcher-Podcast. Das ist der Arschloch-Podcast, Und wir sind ja immer noch bei Klatsch, Tratsch und Belanglosigkeiten. Ja. Ein weiteres Mitglied der Whitney Houston Bobby Brown Familie ist jetzt auch an Drogen gestorben. Ja. Und zwar nämlich der Sohn von Bobby Brown. Der heißt natürlich, wie gerne geltungsbedürftige Männer sich ihre Söhne gerne nennen, der heißt Bobby Brown Junior. Ja, ist ja klar. Donald Trumps Sohn heißt ja auch Donald Trump Junior. Link, ja. ist jetzt auch an Drogen gestorben, an Alkohol und Betäubungsmitteln und Wir haben es doch mit der Muttermilch aufgesaugt, oder? Also ja, das ist ja wirklich tragisch, oder? Ich meine, Bobby Christina, die Tochter von Whitney Houston, ist vor ein paar Jahren gestorben. Es zieht sich durch die Familie durch und ich finde das wirklich, finde sowas schockierend, wie sowas auch sich dann weiter pflanzt in die Generation. Ja, es ist wirklich, also ist die Anfälligkeit oder vielleicht auch wirklich das die Erziehung, man weiß es nicht, das Umfeld. Normalität irgendwie. Vielleicht auch einfach, wie Drogen konsumiert werden. Es ist halt Normalität, da gibt es dann schon zum Frühstück ein bisschen was. Gut, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, Margot. Ich fange auch erst um 11.30 Uhr an zu trinken. Also. Nach meinem ersten Frühstück.
Ach, Sommerzeit. Gottchen. Ja, wir sind weiterhin noch bei Arschlöchern. Oh, weia, jetzt kommt ein. Gute Überleitung. Nein, weiß ich nicht. Nena. Ja, die ist natürlich kein Arschloch. Ich bin mir da aktuell gerade nicht sicher. Die hat schon mal vor einem halben Jahr so ein Ding fertig gemacht, wo ich dachte, erzähl erst kurz, was sie gemacht hat, schwierig, damit unsere Hörerlinge das wissen. Unsere liebe Nena hat sich bei den Teilnehmerlingen-Demo-Ling in Kasseling bedankt. Das übertreibst du gerade. Bedankt diese 20.000 Teilnehmerlinge, beziehungsweise in Corona-Leugner-Sprech 1,3 Milliarden Teilnehmer. Natürlich, ja klar. Die sind da durch Kassel halt durchgezogen und haben natürlich wieder Mundschutz runtergerissen, beziehungsweise gar nicht erst aufgesetzt, haben keine Abstände eingehalten, also haben einfach ein super Spreader-Event gefeiert ohne Ende. Und die liebe Nena hat sich bei denen für ihren Einsatz, für die Freiheit bedankt. Mhm. Auch noch bei, wie ist der gleich nochmal hier, der Ding jetzt hier bei du meinst den Sänger? Den Sänger hier. Der heißt, scheiße, Margot, ja, bitte. Wir liefern das, ihr findet das in den Shownotes, dann kann ich das noch mal so sagen. Packst du in die Shownotes. Xavier Naidu. Gott sei Dank. Ihr findet es jetzt nicht mehr in den Shownotes. Wir haben das dann wieder gelöscht. Nimm wieder wir raus, gefunden. Komm. Moment, klick, raus. So. Also bei dem hat sich bedankt und noch bei noch irgendjemandem, keine Ahnung. Und ist natürlich echt ein schwieriger Moment. Ja, ich finde es natürlich auch sehr schwierig, einfach weil sie halt eine sehr öffentliche Person ist, eine Person hat auch mit künstlerischer Geschichte, die zu Deutschland einfach dazugehört. Nena ist eine Marke, Nena ist wirklich eine Koryphäe des NDW und auch eine Künstlerin. NDW ist Neue Deutsche Welle. Ja, wobei sie gar nicht so eine richtig Neue Deutsche Welle war. Sie war irgendwie so eine eigene Musikrichtung, finde ich immer, oder? Sie ist in der Neuen Deutschen Welle, ist sie aufgeplöppt. Ja. Neue Deutsche Welle war ja nur ein Jahr, von 82 bis 83. Ja. Und da sind wahnsinnig viele Sachen aufgeplöppt. Die meisten sind wieder in der Versenkung verschwunden. Einige Hits blieben. Hm. Und Nena ist als eine ganz, ganz wenigen Künstlerin dieser Sache erhalten. Mit einer riesigen Fanbase. Nena ist wirklich weltweit bekannt, also 99 Luftballons wurde sogar auch auf Englisch nochmal aufgezeichnet für den amerikanischen Markt. Also Nena ist einfach ein Weltstar. Das ist die wirklich. Und sie hat tolle Sachen auch gemacht, auch darüber hinaus nochmal wirklich. Aber ich finde, ich war noch nie Nena-Fan oder was heißt Fan, aber ich fand Nena auch noch nie wirklich interessant für mich so. Und fand die schon immer ein bisschen skurril. Und mich wundert das gar nicht, dass sie gerade so einen Abdrifter hat. Das ist so ein bisschen so eine kleine Nina Hagen irgendwie, ne? Ja, genau. Was mit Nina Hagen ist eigentlich, ja stimmt, eine kleine Nina Hagen, hast recht. Also wenn, dann will man das Original ja auch haben. Ja. Und Nina Hagen hat Nina Hagen ist natürlich schon. Stimme auch nochmal darüber hinaus, aber das kann man auch schwierig jetzt vergleichen. Eine Göttin. Das ist natürlich auch großartig. Sie ist eine Göttin. Ist auch völlig, es hat irgendwie gerade gepingelt an deinem Handy, habe ich gerade gehört. Irgendwie hast du eine SMS bekommen, ihr Paket ist angekommen. Oder? Nee. Sie können es jetzt hier verfolgen. Ich bekomme diese SMS nicht, aber viele andere bekommen diese SMS. Ja. Was ist denn da los? Sind gefakte Paketzustellbenachrichtigungen, oder? Ihr Paket ist unterwegs oder ihr Paket wird zugestellt und jetzt neu ist, ihr Facebook-Konto wurde gehackt und dann hast du einen Link, auf den du halt draufklicken sollst, um dein Paket entweder zu verfolgen oder halt um dein Konto. Ja. Und das machen manche Leute natürlich, in dem Augenblick geben sie das in Wirklichkeit das Adressbuchpreis und dieses Virus, diese SMS verbreitet sich quer über das Adressbuch an alle Leute halt, die dann drin stehen. Angeblich, Gerüchteküche, aber es ist so kurz, dafür gibt es keinen Jingle, das ist mir zu doof. Angeblich würde es allerdings nicht auf iPhones funktionieren. Die würden das zwar bekommen, aber von dort würden aus keine Virenwörter verschickt werden. Also komischerweise habe ich das noch gar nicht bekommen. Ausprobieren. Ja, ich nervt. Okay, aber ich habe da keine Ahnung von, lass uns einfach weitermachen jetzt. Ich bitte darum. Ja. Wegen Corinna geschlossen. Und ich hoffe, dass wir diese Rubrik irgendwann mal auch dann einstampfen können. Ich hoffe auch, wir arbeiten dran. Also ist dann mehr hören. Ende des Jahres ist diese Rubrik hoffentlich endlich weg. Ach, ich hoffe, dass sie im Sommer schon weg ist. Ja. Lass uns die Daumen drücken. Lass uns bitte auch schnell durchreiten. Ja, es ging ja ganz fix los, weil am 2. März war dann wirklich der bereits im letzten Podcast angekündigte berühmte Feiertag Maria Friseurbesuch. die Friseure süß, haben aufgemacht. Yay, warst du beim Friseur, Margot? Es waren alle beim Friseur und du konntest ja nicht zum Friseur gehen, ohne es nicht Facebook, Instagram in einer Story zu teilen, dass du jetzt beim Friseur bist. Das ist so, wenn du jetzt deine Frisur hast, dann ist das nächste große Highlight in diesem Jahr dein Impftermin.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, ja. Meine Eltern haben sich gestern impfen lassen. Ne? Ja. Ja. Ah, super. Mit AstraZeneca. Mit AstraZeneca. Mhm. War für ein paar Tage lang eingestellt. Ja. Die Impfung durfte nicht geimpft werden, ja, weil es gab Verdachtsfälle oder es gab verdächtige und Häufung. Zwar Thrombosen in der Vene zum Hirn oder irgendwie sowas war das. Oh, ne? Gott, ja, genau. Es, ja, eine Hirnvenenthrombose. Hirnvenenthrombose, ja. Hört sich furchtbar an. Hört sich furchtbar an, ist praktisch auch ein kleiner Schlaganfall, ja, ein größerer Schlaganfall, ist halt nicht schön. Hat sich dann allerdings auch so ein bisschen relativiert. Es kam gar nicht wirklich häufiger vor, weil das ist eine Krankheit, die kriegen Leute halt eher so im Alter zwischen 30 und 50. Hallo, Jessica. Und darüber und darunter eher nicht. Und dieser AstraZeneca-Stoff ist ja derjenige, der an die, insbesondere an die arbeitende Bevölkerung gegeben wird, wo ein Großteil halt zwischen 30 und 50 ist. Und deshalb kam es dann zu dieser vermeintlichen statistischen Häufung. Und es gibt wahrscheinlich Zusammenhänge, aber es ist so gering. Ja. Margot. Aber gut, ja. Ich bin jetzt schon müde. Ja, ich weiß, ja. Dann lass uns mal was Spannendes reden. Aber jetzt kannst du das noch hören? Weil, also wirklich, weil, egal, ob du Radio anmachst oder ob deine News-Apps gehst oder Fernsehen anmachst, es geht ja wirklich nur noch um die aktuellen Bestimmungen, Hygiene, Corona, AstraZeneca, Impfen, Tests. Und ich bin übersättigt mit Informationen. Ich kann es auch nicht mehr hören, Marc. Ja, also ich kann verstehen, dass du das nicht mehr hören willst. Mir geht's insofern wahnsinnig auf den Sack, weil mir die gesamten Diskussionen darum so sehr auf den Sack gehen. Ja, davon leben ja auch die ganzen Talkshows mit Marianne Rosenberger. Nee, wie heißt sie? Marianne Rosenberger? Nee, wie heißt die? Anneliese Rothenberger. Nein, wie heißt die? Maybrit Illner, sag ich doch. Maybrit Illner, die Anneliese Rothenberger hat das ZDF. Also von daher, und ich glaube, unsere Zuhörerlinge sind auch müde. Ja, also ich kann das total verstehen und mich nervt es jetzt aktuell gerade deshalb, weil durch diese Ministerpräsidentenkonferenz ein Gremium, was es ja so laut Verfassung eigentlich gar nicht gibt, was auch nur ein absprechendes Gremium ist. Spielst du schon wieder mit meiner Sanduhr? Alles klar. Was ja nur zur Absprache eigentlich dient, damit man dann in den Bundesländern die Dinge, die halt auf Bundeslandebene beschlossen werden müssen, möglichst das Gleiche beschließt. Aber jedes zweite Bundesland sagt dann, wir machen es aber anders. Ja. Das wird dann halt anstrengend. Und jetzt haben sich beim letzten Mal ja auf diese wunderbaren Osterruhetage geeinigt und haben dann einen Tag später festgestellt, das kriegen sie rechtlich alles gar nicht durch so schnell. Und dann hat sich aber, das muss ich jetzt mal erzählen, dann hat sich Merkel wirklich hingestellt und hat sich entschuldigt. Und das finde ich halt... Ist halt auch Wahlkampf. Also ich habe das auch dann auf Phoenix, ihr Statement oder diese Entschuldigung gesehen. Aber sie wird doch gar nicht mehr gewählt. Ja, aber ihre Partei muss gewählt werden. Die geht ihr doch gerade echt am Arsch vorbei. Nee. Also ich glaube, also pass mal auf. Marat. Pass mal auf, ja. Erstmal wollte ich dazu sagen, Föderalismus ist halt auch manchmal ziemlich beschissen. Ja? davon abgesehen, das sieht man ja auch an der Bildung schon seit Jahrzehnten förmlich. Bildung ist Ländersache und man merkt ja, was dabei rauskommt. Ja. Gut, aber wie dem auch sei. Aber ich glaube, Das berühmte Bremer Abitur. Aber jetzt, ich meine, wir haben Bundestagswahl dieses Jahr im September. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ich weiß, Margot, deshalb hast du auch den Podcast mit mir zusammen, damit ich dich über die Zusammenhänge dieses Landes aufklären kann. Und das wird die interessanteste Bundestagswahl, seitdem ich lebe, glaube ich, weil auf diese Pandemie dazwischen grätscht. Ja. Und ich glaube auch alle Politiklinge so unsicher sind, was kommt denn noch und wie kann man damit Wahlkampf machen? Und das merkst du ja jetzt schon, dass alle eigentlich in Schockstarre sind. Das Ding ist, und ich hoffe, dass das Thema Corona dann zumindest so weit runtergefahren ist, dass es kein ausschlaggebendes Wahlkampfthema mehr sein wird. Es wird gegebenenfalls als Thema nochmal sein, weil man sagt, okay, die und die haben es gut angestellt oder die haben es schlecht gemacht. Das kann natürlich sein, aber was ich halt toll finde an diesem Thema und deshalb ist es mir aktuell gerade lieber, wir reden über dieses fürchterliche Thema, als dass wir wieder irgendwelche komischen ausländerfeindlichen Geschichten haben, weil dann wird eine andere Partei wieder ins Gespräch gebracht und dann kriegen die Prozente, weil die einfach nur rumpöbeln. Das machen sie bei Corona auch. Aber bei Corona hört denen keiner zu, weil da sagt die Partei an dem einen Tag wirklich von wegen, machen Sie alle Läden zu, wir müssen die Bevölkerung schützen und
drei Tage später, wenn dann der Lockdown kommt, schreibt die gleiche Person, macht die Läden auf, wir müssen die Wirtschaft schützen. Ja, das ist natürlich das alles halt auch absurd. Wahnsinnig wie Gott. Ja. Ja. Also ich von glaube, daher bin ich froh, dass diese Pandemie das gerade jetzt im Vorfeld so ein bisschen stark bestimmt, dann kann das eine gewisse andere Partei, es nimmt ihr Prozente weg. Ja, ich hoffe, der Trend bleibt fortbestehen. Das hoffe ich auch. Und ich glaube, also sollte das jetzt noch bis zur Bundestagswahl weiterhin so prominent bleiben, das Thema, ist es einfach auch die Wahl der Oppositionsparteien. Weil die haben natürlich jetzt leichtes Spiel. Relativ leichtes Spiel, ja. Also bin ich sehr gespannt, wie das wird diesmal. Die Grünen kommen gerade gut weg. Die FDP hat auch, könnte zweistellig werden nach aktuellen Umfragen, glaube ich. Könnte man nochmal dann abwarten, auch, wie sich der Lindner anstrengen mit seinen Forderungen, ja? Weiß man noch nicht. Der macht dann Seilbahn von den Alpen bis an die Ostsee. Ein ganzes Seilbahnnetz. Ein ganzes National. Ein Expressrad im Seilbahn. Und dann gibt es ein neues Abkürzungswort, hast du mir heute auch beigebracht. Ja, erzähl mal. Genau, ich war völlig irritiert, dass jetzt die Bundesregierung auch schon offiziell, ich kenne das sonst immer nur von irgendwelchen Geromeo-Profilen, da wollen sie alle immer Tina haben. Und jetzt will die Bundesregierung auch Tina haben. Dann sag mal, sind die schon so drauf, dass die jetzt Drogen brauchen? Also da müssen wir jetzt mal kurz erklären, liebe Zuhörerlinge. Tina, es gibt eine Droge, die wird leider Gottes viel, viel für schwulen Sex konsumiert. Ja, sie heißt Tante Tina. Sie heißt Crystal Meth und wird meistens intravenös konsumiert oder durch die Nase. Und das in der schwulen Szene wird das Tina genannt. Ich weiß nicht genau, warum eigentlich. Okay, das wollte ich auch gerade fragen. Da habe ich noch nie rausgefunden, ehrlich gesagt. Ich habe aber noch nie recherchiert, ehrlich gesagt. Aus Crystal eine Tina zu machen, ist auch schon sehr gewaltig. Ich glaube, es hat was mit Tina Turner zu tun. Echt? Aber vielleicht sowas wie mit so Turn, so ein Turn-On haben vielleicht, Tina Turn. Ich weiß es nicht. Ich pack's ist aber in die Shownotes. Sehr wild mit der Gabel im Brei rumgestochen. Auf der Metaebene ist das logisch, liebe Margot. Ja, so. In deinem Kopf schon, ja. Und jetzt erzähl, das neue Wort ist Tina. Ja, also die Bundesregierung will jetzt Tina für alle haben. Das heißt nämlich, das ist unsere neue Strategie für die nächsten Wochen und Monate. Testen, impfen, nachverfolgen und AHA-Regeln einhalten. Also eigentlich müsste es heißen Tina-Ha. Tina-Ha. Ja. Ja. Und eigentlich kommt noch ein L irgendwo mit, weil es kommt, muss ja noch Lüften mit rein. Ach so, stimmt. Lüften ist gar nicht drin. Tinal. Tinal hört sich an wie so eine, so eine Damenbinde. Schmerztablette da. Oder Tinal Forte, ja. Genau. Tinal Forte. Oder Tinal Ultra, Ultra Stark. Ultra ist dann eher die Damenbinde. Das ist dann, oh mein Gott, ist das. Ach Gott. Tinal. Du hast ein bisschen Tinal da, mir geht's heute nicht so gut. Ja, kein Problem. Du hast immer mein Tinaling für mich. Genau. Ach, schön. Aber es geht ja auch so ein bisschen vorwärts jetzt. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, in den nächsten Wochen, wir werden bestimmt in den nächsten Tagen noch ganz, ganz viele hören, was für Regeln wir jetzt kriegen. Ach, ich habe noch kein so gutes Gefühl jetzt, ehrlich gesagt, was die nächsten 3-4 Wochen angeht. Ich befürchte, wir werden noch mal einiges dicht machen müssen. Ja. Aber Berlin macht im Rahmen von Testversuchen einige Kulturveranstaltungen wieder auf. Ja. Ja, die Berliner Philharmoniker haben bereits schon vor 1000 Leuten gespielt. Ja, stimmt. Ja. Du wirst vorher getestet irgendwie, darfst dann an diesem Event teilhaben. Du sitzt verteilt im Saal, hast also ungefähr so viele Plätze wie Christian Lindner nach der Bundestagswahl für sich alleine als Anwaltpartei. So schön gesagt, ja, Margot, natürlich. Ja. Und also ein paar staatliche Theater und Opernhäuser haben da jetzt mitgemacht und die ersten Kulturveranstaltungen fanden statt. Und die Leute, die da rausgekommen sind, die waren so beseelt. Ach, das glaube ich. Du hast da, glaube ich, wirklich schon, das war egal, was die gesehen haben, wenn es der größte Mist gewesen wäre. Ja. Sie hätten es alles gefeiert, weil sie wieder Dinge erleben können. Das finde ich, ist ein Schritt nach vorne. Ist ein Schritt nach vorne und da merkst du auch mal wieder, und das wird ja auch mal, ich finde ja auch, dass so kulturelle Veranstaltungen und Kultur generell wird ja ganz oft gerne mal so ein bisschen kleingeredet, so als nice to have, aber meine Güte, daran hängt jetzt nun das Geschick der Menschheit nicht. Aber da merkst du einfach, dass Kultur und das Kunst halt doch essentiell eigentlich sind für das, für unser Dasein und auch für unser Seelenheil essentiell sind. Ja, genau. Und das finde ich, merkt man ganz, ganz stark, wie ausgehungert doch mittlerweile viele, viele Menschen sind. Und also ich würde auch einfach gerne mal wieder, tatsächlich, und ich bin 41, Margot, und ich bin, ja Margot, da träumst du von, nochmal so jung zu sein. Und aber tatsächlich, und das ist halt auch Kultur, Clubs, ich hätte mal so richtig Bock wieder,
ins Schwutz zu gehen, zu dem Bass in meinen Hüften zu spüren, diesen wummernden Bass und einfach mal zu so einem Lady Gaga-Lied abzutanzen. Da hätte ich mal wieder so richtig Bock drauf. Hast du tanzen gelernt während des Lockdowns? Nee, ich mach's einfach. Du meinst nicht abzutanzen, du meinst abzuhonken. Abzuhonken, genau, Margot. Ich lieb dich auch. Ich hab noch ein bisschen Klugscheißerie für dich mitgebracht. Oh, schön. Unnützes Wissen für 800. Wobei es eigentlich keine Klugscheißerie ist, sondern unnützes Wissen für 800, sehe ich gerade. Hat die Rubrik ja auch gerade ich freue mich in jedem Fall. Und zwar, das habe ich neulich gelernt. Und ich, ja. Also wenn du es schon weißt, dann verheimliche es, weil ich brauche diesen Fail-Moment jetzt okay, auch. Okay, alles klar. Und zwar habe ich nämlich neulich gelernt, erstens halt übers Impfen, das wirst du natürlich wissen. Was war die erste Impfung auf der ganzen Welt? Das war eine Pockenimpfung. Pockenimpfung, richtig. Ich habe geahnt, dass das kommen wird. Ja, du kennst also schon Nein, alles. Nein, ich bin überrascht. Und zwar, das weiß ich jetzt gar nicht, das war irgendwann im 19. Jahrhundert, war die erste Pockenimpfung. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Weißt du nicht, okay. Und zwar, und dann haben die aber damals, haben halt die Ärztinnen und Ärzte, haben festgestellt, dass halt unter Melkerinnen die Pocken nicht ausgebrochen sind. Ach. Und das, Margot, ich merke dein gekünsteltes Interesse. Nein, ich bin total überrascht. Halt einfach mal dein Maul jetzt ganz kurz und gönn mir mal diese 2 Minuten. So, und dann haben die, ich merke es förmlich im Nacken, wie dein schelmisches Grinsen so in meinen Nacken beißt, Margot. Ich gieße mir gerade ein Getränk ein. Ja. Dann haben die halt festgestellt, dass die keine Pocken bekommen, weil die sich schon vorher mit den Kuhpocken angesteckt haben, eine leichtere Sorte der Pocken. Und haben sie aus diesen Kuhpocken haben sie dann den Impfstoff hergestellt. Das war der erste Impfstoff, sehr erfolgreich. So, jetzt pass auf. Ja. Und jetzt wurde dann erklärt, warum Impfstoff ja auch Vakzin heißt. Ja. Und Vakzin heißt es, weil Kuh heißt auf Latein Vacca. Und daher kommt das Wort Vakzin. Oh mein Gott. Gott, ich bin überrascht. Ich muss mir an den Euter fassen. An den Kopf fassen. Nee, das ist die nächste Rubrik einfach jetzt starten. Nächste Rubrik. Ach, ich hab dich auch lieb. Also ich fand's lustig. Ich war schwer unterhalten. Ich war großartig. Nächste Rubrik. Ich find's toll, wie klug du bist. Wusstest du das wirklich schon? Ja. Ich hasse dich. Es war klar, dass du sowas weißt. Es tut mir leid. Mann, ey. Nein, das ist doch wirklich hochinteressant. Der Arzt hieß im Übrigen Edward Jenner. Er war Engländer. Hast du auch Phoenix und geguckt, er impfte 1796 einen 8-jährigen Jungen, der als der erste Geimpfte mit Pupocken gilt. Ja. Und der Arzt, der Edward Jenner, hatte das Wissen übrigens jetzt nicht selber entdeckt oder erfunden, sondern sehr wahrscheinlich von einem befreundeten Apotheker erfahren, der das aus Holland wiederum hatte. Und Holland hat diese Information aus der Türkei. Dort wurden nämlich schon über 100 Jahre zuvor Menschen mit Kuhpocken geimpft. Ja, Margot, wir haben die nächste Rubrik. Halt einfach dein Schnütchen jetzt. Bett. Bad und Bumsgeschichten. Du, Jessica, ich weiß nicht, guckst du öfter mal aus dem Fenster? Ja, wir hatten tolle Wolken über Berlin. Erzähl mir alles, Margot. Ja, und zwar die berühmten Mamatus-Wolken. Tittenwolken kann man auch sagen. Sind Tittenwolken. Das ist die Übersetzung davon, wahrhaftig. Mamatus heißt halt Brustbusen. Ne? Brust heißt das, glaube ich. Und das sah ganz faszinierend aus. Das sind Wolken. Normalerweise sind ja Wolken, die wir so kennen, nach unten hin immer so ziemlich gerade abgeschnitten. Mhm. Und man weiß nicht genau, warum. Bei diesem Phänomen kommt es dann dazu, dass halt diese Wolken nach unten, diese Wetterschichten nicht gerade sind, sondern diese Wolken nach unten gedrückt werden und wirklich ganz viele Busen nach unten hin dann. Titten, Hängebusen. Wirklich faszinierend. Also ich lief durch die Potsdamer Straße und sah diese Wolken und dachte so, und der halbe Himmel, es war wirklich toll. Aber ist völlig surreal. Ja. Wenn man in ein Glas Wasser so einen Schuss Milch reingibt, dann hat das ungefähr diese Wolken, die Wolken. Naja, Form, oder ne? wenn du in der Badewanne wickst, ja. Und das Sperma so reinspritzt. Ist mein Penis ja immer noch draußen, weil der so groß ist. So unglaublich so groß. Danke, ist. Roland Kaiser. Ja. Dann hängt der nämlich noch im Wäschetrockner. Ja, Margot. So. Im Wäschetrockner. Im Wäschetrockner. Man muss ja sowas auch trocken halten. Ne? Nee, aber der Wäschetrockner, weißt du, der ist auch so unglaublich breit. Und wenn der Wäschetrockner sich dann so dreht, Waschmaschine ist ein bisschen zu hart, kommt es zu Verletzungen. Oh. Aber beim Wäschetrockner ist ein schön warmes, nettes Gefühl. Und macht halt auch gleich alles trocken. Na Gott, bitte, wir haben auch Zuhörerlinge, die
nicht wissen, dass du einen riesigen Penis hast. Wollen wir wirklich dieses Bild zerstören von der klugscheißerischen, selbstgerechten Rentnerin mit Playmobil-Frisur? Mit Playmobil-Frisur. Auf jeden Fall sind diese Wolken sehr, sehr selten. Ach, und wir hatten das tolle Glück, dass wir gerade eine untergehende Sonne auch noch hatten, die diese Wolken also von unten auch noch in diesem orangenen Licht angestrahlt hat. Und das war halt wirklich faszinierend. Hat man überall bei Facebook gesehen, zumindest ja, bei Berlin Connection. Ja, jeder hat's geteilt. Es war wahnsinnig schön. Ich fand's toll. Du hast noch was Heißes mitgebracht. Ja, was ganz Heißes mitgebracht. Hm, bist du heiß auf was Heißes? Ja. Der heiße Scheiß des Monats. Kannst du noch mal so ins Mikro seufzen? Ich habe ja früher auch mal Pornos synchronisiert. Ja, ja, habe ich. Kennst du schon das eklige Nachbeben? Habe ich dir schon mal vorgemacht? Warte mal. Stell dir vor, du hast Sex mit so einem Mann und du findest den gar nicht geil, aber du musstest Sex mit dem machen, weil irgendwie das war zu anstrengend, jemand Neues zu suchen. Früher Dating-Phase. Ja, ne? Und dann macht er so nach dem Sex. Da macht er so. So dieses Nachbeben. Und dabei zittert er so ein bisschen. Und dabei kommt er. Das klang jetzt ehrlich gesagt eher so, als hättest du dich gerade aus dem Haus ausgesperrt, bist nackt vor der Tür und sagst, hoffentlich kommt gleich mein Mann. Nee, dann klinge ich anders. Gut, Margot, jetzt erzähl doch mal deinen heißen Scheiß. Parker und Schlönske, der stöhnende Podcast. Ich muss sagen, das Niveau sinkt schon wieder wirklich ins Unermessliche. Wir sind beim heißen Scheiß und zwar, ich laufe ja auch sehr viel, genauso wie du, spazieren zurzeit, das haben wir alles schon besprochen. Jetzt gibt es einen ganz, ganz neuen heißen Scheiß. Man guckt natürlich nicht nur immer die ganze Zeit auf die Bäume, sondern man guckt ja auch so ein bisschen in die Häuser hinein, in die einzelnen Wohnzimmer. Und jetzt hat gefühlt jede fünfte Wohnung etwas drin, was mir zuvor noch nie aufgefallen ist. Was denn? Und zwar gibt es jetzt diese Lichterketten oder Lichtschläuche, die man oben an die Decke, an der Kante zur Wand einmal ringsrum im Zimmer oben anhängt. So LED-Schläuche. LED-Schläuche, ja. Farbverstellbar. Schrecklich. Und die werden dann halt in den entsprechenden Farben, wie ich jetzt gerade nach Stimmung bin, ich bin jetzt ein bisschen nach Blau, weil ich mache es jetzt kalt, oder ich bin ein bisschen nach Lila, weil ich möchte jetzt ganz schlafen gehen, oder ich bin ein bisschen heiß. Mach doch. Ja, aber Margot, ich meine, das gibt's schon seit Ewigkeiten. Ja, das aber ist für jetzt, dich jetzt eine neue Meldung, oder nein, was? Nein, das Interessante ist jetzt halt, dass das irgendwie an allen Wohnungen gerade aufplöppt. Weil ganz ehrlich, es sind Wohnungen, die ich ja jetzt seit einem Jahr durch meine Spaziergänge regelmäßig gesehen habe. Und zwar zu allen vier Jahreszeiten. Mhm. Ja, also Herbst, Herbst, Herbst und Winter. Also, und, der war gut, Margot. Ich kann's halt. Und diese Lichtschläuche tauchen jetzt überall wirklich neu auf. Offensichtlich ist das irgendwie das was ganz, ganz Neues, was jetzt gerade der Hellwigmarkt oder sonst wo. Nee, das war jetzt wahrscheinlich der letzte Tanker, der durch den Suezkanal noch durch konnte von Wisch. Das letzte Licht. Das letzte Licht, ja. Weiß man nicht. Das haben jetzt alle. Ich habe es faszinierend gefunden zumindest. Ja. Also tatsächlich muss ich dazu gestehen, wir haben ja in unserer neuen Küche, Margot, die jetzt nicht mehr ganz so neu ist, wir haben ja unter den Hängeschränken haben wir auch so indirekte Leuchten und da haben wir auch so einen Lichtschlauch installiert und wir haben den immer in Rot eingestellt und das nennen wir immer den Puff jetzt auch. Du bist so ein Opfer. Das ist wirklich unglaublich. Stimmt. Apropos Opfer. Ja, bitte. Ich war ein Opfer. Ich muss noch ganz kurz nämlich ein Resümee machen zu meiner letzten Paillette geht immer. Im BKA-Theater war ich ein Mega-Opfer. Ja, mach doch Werbung. Weil ich nämlich leider jeden ersten und dritten Samstag im Monat. Nee, aber ich hatte Jamila. Du hättest jetzt noch sagen können von wegen, ja, im Gegensatz zu dir habe ich noch Shows. Ja, mein Gott. Aber ich weiß ja, du planst ja wirklich viele tolle neue Dinge, über die wir doch nicht sprechen wollen. Aber du bist ja weiterhin umtriebig, Margot. Ja. Ich hatte Jamila Rowe zu Gast. Die war jetzt unlängst in dieser Dschungelshow. Daher kennt man sie jetzt wieder, aber ich kenne die schon seit 10 Jahren. So. Und Jamila Rowe ist ja mittlerweile wirklich der Schönheitsoperationsoptimierung extremst verfallen. Weiß ich schon immer. Aber ihr Gesicht sieht ja mittlerweile wirklich anders aus. Ja. Und ich habe zwei neue Sachen gelernt, die jetzt funktionieren. Jamila ist selig. Man kann sich jetzt auch den Hals aufspritzen lassen.
Und sie hat nämlich jetzt eine Halsbehandlung gehabt und hatte mehrere Spritzinjektionen in ihren Hals, weil das war ja immer so, das war immer das Schlimme für so Schönheits-OP-Frauen, dass der Hals, den konnte man nie machen. 73% unserer Zuhörerlinge sind schwule Männer. Mhm. Die lassen sich auch gerne mal aus den Hals spritzen. Margot. Hab ich es nicht. PrEP. Natürlich nehmen sie alle die PrEP. Oh. Nehmen alle die PrEP. Gott, dieser ja? Podcast oder ist wirklich wieder unsäglich. Ich habe schon in deinem Gesicht gerade gesehen, dass du gerade so einen Gag planst. Da hast du immer geplant. Der kam halt sehr überraschend. Aber dann sah ich das. So wie halt, Ich sehe das an deinen Augen, weil hast du diesen sinnentleerten Kuhblick und wartest nur auf den Moment. Die Okay, also jedenfalls, man kann sich jetzt den Hals aufspritzen lassen, das ist mir neu. Und sie lässt sich jetzt auch die Hände operieren. Das hat Madonna übrigens jetzt auch schon machen lassen, habe ich neulich gelesen. Und zwar gibt es eine neue Variante, um endlich die alte Hände zu beseitigen. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich pack's in die Shownotes. Ja, mit der Kettensäge einmal ran und die jungen Hände von diesen Babys dann wieder ran. Das ist natürlich völliger Unsinn, was du gerade erzählst. Wahrscheinlich wird das, ich habe keine Ahnung. Ich habe Angst vor Spritzen und diesem ganzen Zeug. Ich finde sowas spooky. Ja. Aber Margot. Ja. Jetzt kommt mein Abschlussgag. Ja. Margot, du bist ja auch Körperoptimierungsperson und mir wurde ja neulich auch zugetragen. Ja. Du warst jetzt neulich auch beim Unterspritzen und beim Filler und du hast deinen gesamten Körper mit Eigenfett unterspritzen lassen. Deshalb siehst du so prall aus, Margot. Oh ja. Das hast du wirklich toll gemacht. Ja. Ich musste die Haut, die hing ja wirklich schlaff runter und war sehr, sehr faltig. Ja, und deshalb den ganzen Körper. Ja, den mit ganzen, Eigenfett. Mit Eigenfett, ja. Das ist sehr, sehr angenehm, wenn die Brüste nicht mehr bei den Knien rumschlabbern. Ja, war gut. Ja. Hast du gut gemacht. Und finde ich so auch. So kommen wir jetzt langsam auch zum Ende dieses Podcasts. Ja, sehr gerne. Margot. Dann können wir euch nochmal bitten, diesen Podcast natürlich bitte zu abonnieren, auch gerne zu kommentieren. Ihr werdet gerne per PayPal-Überweisung Texte schreiben. Das lieben wir übrigens ganz besonders gerne. Man kann gerne. Aber auch ohne PayPal-Überweisung Texte schreiben. Ne? Man kann auch Texte schreiben ohne PayPal. Nee, PayPal ohne Text. Egal, beides geht auf jeden Fall. Auf jeden Fall einen Fax schicken. Bitte einen Fax natürlich. Und eine Brieftaube nicht vergessen. Und natürlich diesen Podcast bitte teilen. Alle möglichen Leute bitte einladen, diesen Podcast dich auch anzuhören und zu abonnieren. Folgt uns also auf Facebook, auf Instagram, auf sämtlichen Telegram-Kanälen und natürlich bei Jurassica ist immer nicht so ganz raus, aber sie ist schon dort. Ich habe sie eingeladen. Clubhouse ist bei mir schon wieder durch. Margot. Ist nicht deins? Nein, ist nicht meins. Ich finde es wahnsinnig beschissen. Können wir nächstes Mal drüber sprechen? Okay. Du musst den nächsten Teil noch anpacken. Ach so, was? Ach so, Jurassica Parker, wo sehen wir dich denn demnächst mal wieder? Erzähl doch mal, hast du eigentlich eine Show im BKA? Nee, ich habe keine Shows. Es interessiert mich auch gar nicht. Nein, aber nur ausnahmsweise jetzt im April. Und zwar habe ich am 1. und 3. Samstag im April habe ich Paillette geht immer, das Original. Und dann habe ich noch am 2. Samstag Paillette noch schlimmer mit meiner Tochter Weinhaus. Und am 29. April auch nochmal Paillette noch schlimmer mit meiner Tochter Weinhaus. Am 29. April, wieso machst du das am Donnerstag? Weil kein anderer Termin frei war. Jetzt wolltest du mir einen Strick draus drehen und irgendwie sagen, von wegen, das ist ein Donnerstag und gar kein Samstag. Genau, ich dachte, du wärst im Monat verrutscht, weil im Mai ist der 29. nämlich ein Samstag. Ja, nein. Was ist am 17. und 24.? Bist du da raus? Dann machst du Urlaub oder was? Du hast doch sonst jeden Samstag eine Show gehabt. Da ist ein Kalender. Ich glaube, das BKA mag dich nicht mehr. Am 14., am 4. und am 17. und am 10. und am 29. So. Also, du bist jetzt nicht mehr jede Woche. Doch. Reicht. Halt nur anders. Margot, halt doch einfach mal jetzt dein Maul. Ihr habt diese Termine auf jeden Fall alle natürlich notiert und wisst jetzt ganz genau, wann. Guckt einfach auf meine Website jurassicaparker.com. So sieht aus. Die ist oder immer aktuell. Oder auf schlönske.de, die wird dann jetzt auch nochmal aktualisiert. An das Spiel. Ja. Da ist mir aufgefallen, nämlich vorhin, dass da noch die alten Termine drin steht. Mich könnt ihr übrigens auch wieder hören, und zwar, das ist jetzt für euch exklusiv und nagelneu bei Clubhouse. Das ist eine neue App, Jurassica Parker. Ich jetzt nämlich ab dem 5. April, also jeden Montag immer um 18.30 Uhr, eine Stunde lang ein Letter Talk, Margots Canapés. Ich lade also zu einem fiktiven
Intellektuellen. Fiktiven. Fiktive, nicht fiktive. Mit Fiktiven. Ach, du bist doch eine doofe Nuss, bist du doch. Da hatte ich diese berühmten digitalen Empfänge bei mir ein, mit ein paar prominenten Kolleginnen, vielleicht auch mal mit Jurassic Park. Ja, ich mag natürlich gerne mit. Ja, da muss aber prominent noch werden. Ich sehe gerade, du hast Kanapé falsch geschrieben. Das war die Autokorrektur, die das so geschrieben hat. Okay, gut. Also ich wusste nämlich nicht, wie das geschrieben wird. Und als ich dann gegoogelt habe, haben die es genau so auch vorgeschlagen. Ja, ja. Können wir nachher nochmal nachgucken? Können wir gerne. Red weiter. Wir schreiben euch, Jessica schreibt euch in die Shownotes rein, wie man Kanapé richtig schreibt und wie ich es geschrieben habe, damit es richtig lustig wird. Also jeden Montag 18.30 Uhr bei Clubhouse. Folgt mir dort einfach, dann kriegt ihr das schon mit. Den nächsten Podcast könnt ihr hören am 31.03.2021. Das hast du falsch geschrieben, Margot. Ja, ich habe es falsch gemacht. Am 30. April. Ich wollte 31. April wäre auch irgendwie schwierig. Das machen wir jetzt nochmal, Margot. Quatsch mir nicht rein in meine Abmoderation. Du, sag mal, Jessica, wann können wir denn eigentlich den nächsten Podcast von uns hören? Du, Margot, der nächste Podcast, den könnt ihr hören am 30. April 2021, ist ein Freitag. Das ist super. Da kann man sich dann aufs Sofa legen zu Hause, vielleicht schön Königsberger Klopse machen und dann kann man unseren Podcast 2 Stunden hören. Das ist eine gute 2 Stunden. Warum denn nur die erste Hälfte? Schön war's mit dir, Margot. Es war großartig. Ich gehe jetzt hinaus in den Frühling und werde ein bisschen noch die Sonne genießen im Park. Und ich meine, wenn ich mich schon so schön schminke, dann muss man auch mal das der Straßen den Leuten draußen zeigen, oder? Also Wahnsinn, du hast Contouring neu ausprobiert, ne? Ja, das ist dann, das siehst du, das ist ja aufgefallen. Das liegt an deiner Unterspritzung auch, ne? Du hast jetzt mehr Fläche im Gesicht, da kannst du mehr Contouring machen. Du hast auch eine neue Schminktechnik. Du hast jetzt so das Make-up so dick aufgetragen, dass dein Make-up sich in Mamantuswolken verwandelt hat und so in Busen runterhängt. Ja, das ist das neue, das ist der Busenlook. Das ist auf Instagram gerade ein ganz neuer Trend. Ich bin halt geschminkt, Margot. Ja, ich muss halt mit meinem schönen Gesicht von meinem unglaublich großen Penis ablenken. Ja, Margot, du bist geschminkt. Das war's mit dem Podcast von Jessica und Margot für dieses Mal. Ab sofort keine Ausgabe mehr verpassen. Jetzt abonnieren.